Hakuna Matata. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill 2 Director's Cut. So, zu Beginn eines neuen Let's Plays werde ich immer einige Worte verlieren, dass wir alle auf denselben Wissensstand sind. Derjenige, der Meinung ist, dass ich zu viel und zu lange rede, kann auf YouTube ja einfach vorspulen. Dankeschön. So, wir spielen heute bzw. die nächsten Abenden Silent Hill 2. Erstmal all das Fachliche. Silent Hill 2 ist vom Genre her ein Survival-Horror-Spiel. Im Jahre 2001 erstmal für die PlayStation 2 erschien. Später gab es dann auch einen PC-Port. Es gibt auch zwei Versionen von Silent Hill 2. Und zwar einmal die normale Version und einmal den Director's Cut. Die normale Version unterscheidet sich darin, dass es nicht ein Bonusspiel, ein Bonus-Szenario gibt, was es hingegen im Director's Cut gibt. Ich spiele heute das Ganze auch wirklich sehr original auf der alten Sony PlayStation 2, Slim PlayStation 2. Dementsprechend zeige ich euch einfach mal nur, habe ich jetzt Lust dazu, physisch euch zu zeigen, wie damals so das aussah. So, hier hätten wir jetzt zum Beispiel einmal die normale Version inklusive, das gab es nämlich noch damals, das ist hier die allererste Version als Pappschuber und hier gibt es halt, wie bereits erwähnt, nicht das extra Spielszenario, sondern nur die Making-of-DVD und das musste ich nachlesen, tatsächlich. So, und wir spielen, wie bereits erwähnt, Director's Cut aus der Platinum Edition. Hierzu gibt es leider, es ist kein Pappschuber und hierbei handelt es sich nicht um eine Making-of-DVD. Aber weil wir alles genießen wollen, spielen wir eben den Director's Cut. Es wird eine Art Re-Let's Play sein, da ich bereits 2012 das Spiel angefangen habe zu Let's Playen, aber noch nicht beendet habe. Und da es mein absolutes Lieblingsspiel ist, habe ich mir gedacht, dass ich doch gerne dieses Let's Play zum Abschluss bringen möchte. Wir fangen auch komplett neu an, weil 2012 bis jetzt 2020 sind einige Jahre vergangen. Ich hätte den Slot noch gehabt, habe ich witzigerweise auch echt auf meiner Memory Card gesehen, aber nein, das wollte ich jetzt nicht. Also, wir schauen uns einmal das an. Ich glaube, ich habe sonst immer den 2D-Typ gemacht. Genau. Zum Spiel gibt es ansonsten noch zu sagen, ich kenne das Spiel, ich spiele es also nicht semi-blind oder halb, semi heißt ja halb, oder komplett blind, sondern ich kenne es bereits schon. Und ja. Genau, Untertitel 1, Sprache Deutsch. Ich muss mich ein bisschen hin und her bewegen, weil meine Kamera so eingestellt ist, dass ich halt nicht gucken kann. Ja, das ist ganz toll gemacht. Einstellungen ändern. Ja. So, Zeit für den Superbrief und dem Toiletten-James-Selfie. So sieht's aus, Zeki. Für die Leute, die das nun auf YouTube verfolgen, ich livestreame das Ganze auf Twitch. Dementsprechend wundert euch bitte nicht, wenn ich hin und wieder mal auf den Chat eingehe. Genau, dann überlege ich gerade, ob ich alles dazu gesagt habe, weil wenn ich dann anfange wirklich zu spielen, dann werden wir viel über das Spiel reden natürlich. Ja, ansonsten denke ich, war es das. Ja, dafür musste ich jetzt lange nachdenken und wir können direkt ein New Game
spielen. Hier sieht man jetzt einmal genau das, was ich bereits erwähnt habe mit dem Hauptspiel. Mit dem Titel Letter from Silent Hill, from Silent Heaven. Und das unter das Bonus-Szenario Born from a Wish. Wir beginnen erstmal mit dem Hauptspiel, werden dann aber tatsächlich auch wirklich das Unterszenario dann noch spielen. Dann können wir jetzt auswählen zwischen dem Action-Level von Beginner, Easy, Normal, Hard. Wir spielen es auf Normal. Riddle-Level auch normal. Ja. Obwohl ich, das ist wahrscheinlich das Spiel, was ich am meisten in meinem ganzen Leben, Videospielleben, durchgespielt habe. Bis auf die Riddles. Sorry, aber manche Riddles kann ich mir merken, manche nicht. Also einfach nicht wundern, wenn ich dennoch am Nachdenken bin. Das Spiel habe ich auch zuletzt tatsächlich vor 2 Jahren gespielt, privat. Und ja, dann schaue ich einmal, denn Trude Zeki hat noch was Schönes geschrieben. Aloha, Zeit für den Brief und der guten sauberen Toilette. Der guten sauberen Toilette. Ja, finde ich super. Los geht's. Viel Spaß. Starten wir das Spiel. So, wir befinden uns in einer Raststätte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Hosten an Typisch TV. Vielen herzlichen Dank. Domo arigato. Und schauen uns mal um. Es sieht hier wirklich sehr heruntergekommen aus. So, klicken wir hier mal schön alles an. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, vielleicht mache ich den Ingame-Sound minimal etwas leiser an der Stelle. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut hören. Und vielleicht für mich persönlich auch nochmal den Ingame-Sound ein bisschen leiser. Ja, dann muss ich nicht so mega schreien und dagegen ankämpfen. Ich hoffe, dass, wie bereits erwähnt, mit dem Sound das immer noch alles in Ordnung ist. Und Typisch TV ist auch mit von der Partie. Yay! Ich lese jetzt einfach schon typische toastbrotige Grüße. Vielen Dank, Typisch TV. Ebenfalls ganz herzliche Grüße an dich. Alles ist heruntergekommen. Und wir spielen den Protagonisten namens James Sunderland. Da es ein altes PlayStation 2 Spiel ist und ich es original auf der PlayStation 2 auch spiele, ist die Grafik nicht gerade und auch nicht das Bildverhältnis die beste. Also dementsprechend, wenn ihr das jetzt hier nun seht, vergesst nicht, ich spiele es nicht auf einen Emulator, ich spiele es original und dementsprechend ist die Qualität nicht so knackig, wie es sein sollte. Gut, dadurch, dass es auch noch hinzukommt, egal, zu viele Informationen. Wir werden jetzt uns hier raus begeben aus dem Badezimmer und schauen mal weiter.
In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? So. Mir fällt generell auf, die Geschichte wäre besser zu erzählen, wenn man zwischendurch auch wirklich versucht, was will ich nur sagen, wenn man wirklich versucht, konzentrierter die Geschehnisse mitzuerleben. Aber aufgrund dessen, da ich das Ganze noch auf YouTube hochladen werde, werde ich ein bisschen in den Zwischensequenzen wahrscheinlich noch mal ein bisschen reinquatschen. Aufgrund, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heutzutage 2020 so mit Copyright und Musikrechten und Let's Plays, wie gesagt, Artikel 13 und so weiter, so ganz aussieht. Also, ich habe jetzt versucht, die Anfangsszene einfach mal so laufen zu lassen, aber ich werde in den nächsten Szenen ein bisschen reinquatschen, um die Tonspur zu verändern. Und hoffe, dass das dann ausreicht. So, aber die lieben Toastbrotgesellen haben einiges in den Chat reingeschrieben. Und zwar hat Typisch TV geschrieben, endlich mal wieder live. War ja kaum auszuhalten, diese Ruhe auf diesem Kanal. Ja! Ja, ich bin ja jetzt auch umgezogen. Ich bin jetzt wieder back in my hometown. Falls ich ein bisschen nasal klinge, tut es mir leid. Ich habe sehr schlimm mit Heuschnupfen und Staubmilbenallergie zu kämpfen. Und ja, genau, naja, and now it's the C-Virus out there, and yeah. Aber ich find's toll, dass du nach all den Jahren immer noch dabei bist und eingeschaltet hast, Typisch TV. Vielen Dank dafür. True Zeki hat geschrieben, oh mein Gott, Nostalgie. Und die Musik, ja. Ja, darüber haben wir ja sogar vor ein paar Tagen noch gesprochen. Ja, es ist wirklich einzigartig. Und Typisch TV, hoffentlich kriegst du dafür die Musik keinen Strike. Genau, das ist die Sache, wo ich ein bisschen Angst habe. Ja, ich versuche es und ich hoffe, dass mein Video dann nicht gesperrt oder gelöscht wird. Gut, so. Wir befinden uns hier in Silent Hill, haben einen Brief von unserer toten Frau bekommen, was im ersten Augenblick total eigenartig klingt, aber wenn man wirklich eine Person geliebt hat, über Jahre hinweg gemeinsam gelebt hat, dann ist der Wert dieser Person so hoch, dass man, wenn man einen Brief von dem Verstorbenen kriegt, ich denke, viele Leute würden aus Verzweiflung oder aus Sehnsucht dann die Reise auf sich nehmen und versuchen herauszufinden, was es mit dem Brief
zu tun hat. Das ist jetzt unser Inventar. Wir tragen in unserem Inventar Foto von Mary, ein Foto aus der Zeit, als sie noch gesund war. Wir können uns das einmal anschauen, prüfen. Genau. Ja, da sieht man, dass sie natürlich, wahrscheinlich, weil die Hügel da so sind, ist das ein Bild aus dem Silent Hill Urlaub. Und ja, ganz glücklich mit dem Lächeln, schön zentriert, und wir haben hier einmal den Brief von Mary. Es ist eindeutig Marys Name auf der Vorderseite des Umschlags, von ihr selbst geschrieben. Ich merke einfach, dass die Kamera so deplatziert ist. So könnt ihr mich zwar besser sehen, aber ich kann nicht so gut lesen, also verwenden. Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Ja, schön. Und prüfen. Wenn wir das prüfen, dann können wir hier genau nochmal nachlesen, was gesagt worden ist. Oh, so eine blöde Notification. Hier einmal mal kurz wegdrücken. Gut. So, also wir haben nichts anderes bei uns, außer ein Foto unserer geliebten Frau und den Brief von ihr. Dann schauen wir doch einmal. Das ist die Straße, auf der ich hergekommen bin. Es ist zwecklos, zurückzugehen. Okay, irgendwie ist es echt blöd mit der Kamera. Gut. Also nach rechts können wir nicht. Dann laufen wir einmal hier zum Auto und klicken das mal an. Im Kofferraum ist nichts, aber die Fahrertür ist offen. Ich habe die Karte von Silent Hill. So. Genau. Leute, ich glaube, mir fällt auf, dass ich mich mal auch ein bisschen kleiner mache. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut. So. So. Minimal kleiner. Ja, ja, das wird schon passen. Das passt schon, ne, Leute? Hoffen wir mal einfach. Ich war kurz still, weil ich einfach noch mal ein bisschen auf die Geräuschkulisse gehört habe. Ich meine, für damalige Verhältnisse war das natürlich hochgerendert, toller Wald. Heutzutage ja, sieht es natürlich ein bisschen outdated aus. Nichtsdestotrotz geht es um die Charaktere, um die Handlung, um die Darstellung. Und dementsprechend bitte ich nicht für die Leute, die Silent Hill 2 jetzt noch nicht kennen, dass ihr das anhand der Grafik irgendwie abwertet. Weil letztendlich, wie gesagt, ist das Spiel 19 Jahre alt und nach 19 Jahren, wie soll es denn da aussehen? Gut. So, hier haben wir jetzt, mit dem Auto komme ich hier nicht weiter. Ich werde wohl laufen müssen. Ich muss mir was anderes, glaube ich, überlegen. Vielleicht werde ich das doch ohne Facecam auch aufnehmen, weil die Kamera nervt mich echt beim Lesen. Gut. Dann haben wir hier einen weißen Van. Das Geniale an solchen damaligen Horrorspielen, finde ich, ist auch noch, dass viele Dinge, die du klickst, Toluca Lake, die du auswählst, interagiert der Charakter, der spielbare Charakter, wirklich meistens mit seinen eigenen Gedanken. Und das, finde ich, macht einen Charakter auch nochmal ein bisschen vielschichtiger. Und es wird immer nebliger. Wir können die Karte öffnen und wir sehen, dass wir auf dem Observation Deck sind. Wir müssen hier einmal wahrscheinlich lang. Und auf der Karte ist einmal der Rosewater Park markiert. Dementsprechend werden wir einfach mal dahin gehen. Habt ihr das auch gehört? Nichts wie weg hier! Oh Gott. Ich finde generell schon, wenn man hier so entlang läuft, dass man wirklich
Es ist unheimlich. Vor allem, aus dieser Perspektive hat man erst recht noch mehr das Gefühl, dass man hinter den Bäumen beobachtet wird. Und die Musik wird auch immer eigenartiger. So, hier gibt es einen Brunnen. Den klicken wir an. Da ist etwas im Brunnen. Was ist das? Wenn ich mir das ansehe, ist es, als würde jemand in meinem Schädel herumtasten. Das gibt mir ein sonderbares Gefühl. Beim Vorlesen immer vorn, rechts, zurück, voll Memory Card 1. So, Speichervorgang. Dann wirklich so ein bisschen wie so ein Zappel-Philipp, so hier und da und die, dies und jenes. So, Speicherkarte. Wir haben 10 Minuten gebraucht. Ich rede ja auch noch ein bisschen viel. Wald. Wald. Forest. Wir befinden uns im Wald. Verzeihung fürs Nasenschniefen. Typisch TV fragt, ist der Umzug gut verlaufen? Das ist sehr lieb, dass du fragst. Ja, er ist gut verlaufen. Ich lebe jetzt seit Februar hier in Berlin wieder. Und es war auch das erste Mal, dass ich richtig mit meinen eigenen Möbeln umziehe. Und es war schon anstrengend und stressig für mich. Aber wir haben es gut überstanden. Alles hat funktioniert mit der Umzugsfirma. Das war ja zum Glück noch vor dem C-Virus. Ich nenne den C-Virus, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass man nicht unbedingt das Wort aussprechen darf auf YouTube oder Twitch. Vielleicht ist das auch nur ein Joke, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Vielen herzlichen Dank für deine Nachfrage. Genau. Gut, wir haben jetzt abgespeichert und die Musik wird immer noch eigenartiger. Wir haben hier ein Tor, durch das wir hindurchgehen werden. Und wir werden diesen Weg weitergehen. Excuse me, I'm sorry. No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Lost? Im falschen Rhythmus, aber egal. Yeah. I'm looking for a Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. Ich sitze voll im Weg, sorry. But... Yes? I think you'd better stay away. This town... This town... There's something wrong with it. And it's not... It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog. Fog either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. Ja, James hat sich da was in den Kopf gesetzt. I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. Yeah. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. Mhm. Sie sucht ihren Vater und ihren Bruder auf dem Friedhof? Okay. I'm sorry. It's not your problem. Tja, da hat sie recht, das ist nicht unser Problem. Ja, you too. Jo. Ich begrüße ganz herzlich zum Livestream Klaus.
und bedanke mich zeitgleich auch ganz herzlich fürs Hosten. Jo, jetzt hören wir hier... Oh Gott, die Musik. Schon mal die Musik und ja, sorry für meine schlechten Synchronisations-Appointments. Ich bin mal wieder ein bisschen bescheuert. Aber egal. So, wir haben jetzt hier auf dem Friedhof jemanden kennengelernt. Eine Frau, dessen Name uns jetzt noch nicht... dessen Name sie uns jetzt noch nicht preisgegeben hat. Wir klicken sie mal an. So, hey. Aren't you looking for someone? Vielleicht. Scheiße. Da hat sie uns ertoppt. Gut. Und wenn ich sie nochmal anklicke? Aren't you looking for someone? Doch. That's right. That's right. Ah, wie, sorry, wie konnte ich nur meine Frau vergessen, ey? Ja gut, zweimal anklicken reicht auf jeden Fall aus. Mehr wird hier nicht gesagt. So, Friedhof. Oh mein Gott. Also vom einem Parkplatz oder Raststätte führt ein Waldweg hinunter und dieser Waldweg führt zu einem führt zu einem Friedhof. Und es ist mega, mega neblig. Man kann kaum was sehen. Als ich das auch damals die ersten ein, zwei Male gespielt habe, habe ich mich tatsächlich auf dem Friedhof hier verlaufen, weil es zwei ähnlich aussehende Tore gibt. Also ich klicke hier auch alles mit X an. Das ist nämlich eines der alten Spielmechaniken, dass der Charakter zu fast allem seinen Senf dazu gibt. Und ich denke, das ist das richtige Tor. Genau. So. Okay. Genau. Die Musik hat sich jetzt auch schlagartig wieder geändert. Wir laufen jetzt hier einmal weiter. Durch den Nebel. Es ist ein weiterer Pfad. Uiuiui. Ich weiß nicht, hört auch... Hört ihr das auch, dass so zwischendurch so andere Sandfüße sich so anhören? Also ich meine andere Sandtritte? Andere Sandfüße, ja. Ich habe auch gerne meine Füße voll mit Sand und gerne. Voll gerne! Da fällt mir leider der Vaiana-Song dazu ein, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er ging. Egal, denn wir befinden uns ja in Silent Hill, in der Silent Hill Ranch und nicht in einem Disney-Film. Aber auf der Ranch kann man nichts machen. Da müssen wir auch nicht hin. Ein weiterer weißer Bus, dessen Fenster so eklig schmierig sind, dass man nicht hindurchsehen kann. So, Trudzeki schreibt... Jesus Christ, so ein richtig nettes Verpiss dich. Plot Twist wäre, wenn das C-Virus nicht ausgebrochen sähe, die Welt aus wie ein Silent Hill durch den ganzen Zimmer. Ja, ne? Das ist auch eine Überlegung wert, Zeki. Und Klaus ist auch mit dabei. Hi Klaus, schön, dass du da bist. Ich glaube, ich habe dich ja gerade schon mal begrüßt. Aber okay, ich begrüße euch gerne alle nochmal. Also, hi Zeki, hi Klaus, hi Synod, hi Typisch TV, hi Zuschauer, die vielleicht jetzt noch nicht reingeschrieben haben. So. Ihr hört das, oder? Also ich hoffe, dass der Sound gut genug eingestellt ist, dass ihr das einmal hier hört. Man sieht hier also weiterhin Nebel und... Nebel und Danger, keep out. Galaktischer Keks. Hallöchen, galaktischer Keks. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank fürs Teilhaben im Chat. Du hast geschrieben, hallo Streamerin, die ich nicht kenne, aber wo Klaus Werbung für gemacht hat. Klaus? Doppelt hält besser, hat Klaus geschrieben. Oh mein Gott, vielen, vielen herzlichen Dank, Klaus, fürs Werbung machen. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Mille grazie, domo arigato und thank you so much. Tja, gracias. Oh Gott, jetzt habe ich dieses Gracias wegen Spanisch und
Ja, ich spiele privat auch Resident Evil 4, was jetzt hier total nicht reinpasst. Und wir alle wissen, was in Resident Evil 4 für spanische Sprachen, beziehungsweise ja, es gibt mehrere spanische Sprachen in meiner Welt. So, und ja, ich muss leider voll, wie gesagt, an die spanischen Wörter denken mit Unfeuerstello. Ich verstehe immer nie, sagt er Kajastello oder Feuerstello? Egal, es ist halt einfach eine andere Sprache. Und wir wollen es jetzt nicht genau auf den Grund gehen. Wir können, aber wollen wir nicht. Ihr schreibt so süß hier rein. Und Galaktischer Keks ist nun ein Toastbrotgeselle. Yay! Vielen herzlichen Dank fürs... Ich glaube, das war Fallon. Ich bin schon lange nicht mehr hier in Twitch online gewesen. Dementsprechend gibt es für jeden, der mich followt, eine imaginäre Umarmung. So, vielen herzlichen Dank, Galaktischer Keks, fürs Folgen. Denn du bist jetzt auch ein Toastbrotgeselle oder Gesellin. So, aber ihr schreibt so schön, ich wurde gezwungen, hierher zu kommen, sonst streamt er heute wieder bis 6 Uhr, hat er gesagt. Okay, nein, Klaus, ist klar. Besser hättest du es nicht treffen können, lohnt sich zu bleiben. Oh, danke schön, Zeki. Go Hitler. Ja, genau. Wie jetzt Toastbrot. Ich bin voll knackig, nicht so wabbelig. Aber Galaktischer Keks, wir sind alle ein bisschen durchgeknallt. Wir sind Brain AFK. Wir waren auch mal eine Zeit lang Eistee-abhängig. Und dementsprechend sind wir alle nicht mehr so ganz fresh. Und du kannst knackig sein. Aber knackig erinnert mich an irgendwas anderes. Warte mal, war das Klaus oder typisch TV? Ihr habt auch irgendwas Knackiges gesagt. Oder irgendwas Witziges, was ich damit verbinde. Es war nicht was mit Krümel, es war irgendwas mit knackig. Knusper! Genau, Sinnet. Aus dem Hintergrund, aus dem Hinterkeller. Stimmt, wir sind doch nicht mehr ganz knusper. So, genau, ja, stimmt. Das war's. Ach, Klaus hat doch auch. Hätte ich mal eher den Chat gelesen, dann hätte ich auch lesen können, dass Klaus natürlich geschrieben hat, er ist nicht mehr ganz knusper. Ja. Ganz knusper, das trifft es auch. Genau. Ja, wir können alles sein, was wir wollen. Wir können knusprige Toastbrote sein. Wir können süße Einhörner sein. Wir können auch hässliche Zombies sein. Wir können auch Laratta sein. Laratta. Einfach so. Also, währenddessen wir uns so viel hier schön unterhalten haben, haben wir es finally geschafft. We are in town. So voll MC James. I'm back in town, you know. So, schauen wir uns mal um. Wir haben jetzt den ganzen langen Weg geschafft. Vom Pleasant River hier einmal runter. Wir sind jetzt beim Flower Shop. Flower. So, James ist schon ganz aus der Puste, weil wir hier einfach wie richtig faule Toastbrote auf unseren Ärschen sitzen. Verzeihung, auf unsere vier Buchstaben. Und James rackert sich hier ab und wir haben unser ersten Erste-Hilfe-Kasten. Deutsch war noch nicht immer mein Freund. Tja, und selbst dieser Satz war sogar falsch, aber egal. Es ist abgesperrt und hier ist es auch abgesperrt, also... Let's have a look where we can go further. Und mein Denglisch kommt auch mal wieder ein bisschen stärker raus. So, also wir werden jetzt einfach nur die Straße entlang folgen. Weitere Autos. Und ich bin gespannt, ob ich mich noch immer an einigen Secrets, nein, es sind keine Secrets, an den Heilobjekten erinnern kann, wo die alle liegen, weil die sind alle in der Stadt so ein bisschen verteilt. So, man kann jetzt hier nichts anklicken. Es ist zwar ein Horrorspiel und wir werden das Spiel auch ernst nehmen, aber es gibt manchmal Momente, wo wir einfach den Gruselfaktor, die Angst, versuchen so ein bisschen durch Witze oder durchs Quatschen zu übertönen und zu überspielen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Spiel nicht ernst nehme, aber ihr Toastbrote, ihr wisst das ja schon alles. So. Es ist einfach mega krass, dass man hier gar nichts sieht. Oh. What we got here? Sind diese Flecken
Blut? Dieser Schatten gerade eben. It looks so good. I will follow it, but before I will do that, we will go woanders hin. Ich bin auch übrigens ein Inder geworden. Also, ja. Oh, und süß. Ich schreibe wieder so viel. Ich glaube, ich komme gar nicht so richtig mit. Moment. Ich glaube, hier passiert nichts. Deswegen bleibe ich kurz stehen und lese mal jetzt. Nö. Ganz vergessen. Hi, erstmal, gell? Klaus hat noch geschrieben, lustig ist, dass ich gestreamt habe. War Morle kurz da? Hab erwähnt, wäre schön, dass Rizzi mal wieder streamen. Klaus! Ganz ehrlich. Ich glaube, häufiger, wenn... Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal. Witzigerweise, dass wenn du das irgendwie im Stream bei dir sagst, dass... Als ob ich das so spüre und das ist ja total witzig und voll süß, dass Morle da war. Ich habe schon lange leider nicht mehr mit Morle geschrieben. Und auch nicht mehr so, ja, gesehen oder so. Aber ich bin ja eh nicht so viel in Social, also auch nicht so viel auf Discord. Aber schön, dass sie bei dir war und ich finde es echt witzig, dass das schon, ja, nochmal so passiert ist. Aber cool. So... Galaktischer Keks. Horrorspiele sind eh meine Spezialität. Das freut mich. Ich mag auch am meisten, glaube ich, Horrorspiele. Ja, und ich glaube es. Aber ich habe meistens ein bisschen sehr viel Angst, die alleine zu spielen, muss ich leider zugeben. Ah, und schaut mal. Also, wie gesagt, wir hätten jetzt unseren Gesundheitsdrink. Damals, 2012, währenddessen mir etwas hochgekommen ist. Verzeihung. Nannte ich es immer, oh Gott, ey, also es ist so cringe und peinlich, Actimel Drinks, also ja. Das war gerade ein Actimel Drink, den wir hier aktiv eingenommen haben. Dieser Schatten gerade eben beunruhigt mich. Was war das? Und wie gesagt, sorry, ich bin, weil meine Kamera direkt in front of the Bildschirm steht, ja. Gut, wir können jetzt also noch nicht die Stadt genau erkunden, weil James unbedingt diesen beunruhigenden Schatten hinterherfolgen möchte. Das ist ja auch typisch in Horrorfilmen meistens so. I see danger. Let's go looking for the danger. Und hier ist es einfach genauso. Also, fragwürdig ist ja auch schon an sich, dass wir einfach... in einer Kleinstadt uns befinden, wo kein einziges Auto rumfährt, wo keine Fußgänger spazieren sind. Es ist total neblig. Und James fragt sich nicht so, was ist denn hier in der Stadt los? Das war doch mal ein richtig geiler Urlaubsort. Boah, Silent Hill, da wollte ich doch schon mal immer hin. Aber nun gut. Es ist auch noch abgesperrt. Wir können auch wieder in die Karte... mit dazu nehmen. So. Aber ja, also wir können hier noch nicht weitergehen. Ach, zweimal hat Klaus geschrieben. Sorry, habe ich jetzt gerade ein bisschen sehr verspätet, verzögert gelesen. Zweimal. Ja, krass, dass es zweimal war. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie es dir geht, Klaus. Wie es dem galaktischen Keks geht, wie es typisch TV geht und wie es Zeki geht. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen vergessen im Stream. Und ansonsten, falls ich dich vergessen habe, kannst du mir auch ruhig reinschreiben. Dann können wir uns mal so richtig süß miteinander austauschen. So, es ist etwas draufgeschrieben. Schade, dass ich es nicht lesen kann, weil die Oberfläche abgerieben wurde. Reste des Sumpfes. Die Land, die dieses Monument waren ursprünglich Sumpf, der aber später aufge... Vorerst her war sehr Wasser... Sumpf, Blutsumpf genannt, weil die... hier das Wasser gegossen, indem sie ihre Hinrichtungssachen ungewaschen haben. Nein, Uge gewaschen hatten.
Vielleicht ist das der, die, das, jenes. Rum, viele darum, viele Leute leben in dieser Gegend zu haben. Wow, so ein aufschlussreichen Text. Es verdient einen Nobelpreis. Der war so tiefgründig. Er hat mich berührt bis ins kleinste Mark. Aber gut. Jetzt hören wir mal auf mit dem Theatralischen hier und widmen uns dieser wunderschönen Blutspur. Und diese Blutspur vermag uns zeigen, dass wir wahrscheinlich diesen Gang hier entlang gehen sollen. Und look at James. Look at James. Er guckt so richtig. Ach so, ihr habt das ja spiegelverkehrt. Er guckt so. Huch. Er guckt direkt auf Items, die wichtig sind. So, und wir sehen hier in der Ecke, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das tatsächlich albernheitsweise oder nostalgischerweise immer noch Actimel Drink nennen sollte oder wirklich einfach Heilungspotion, Gesundheitsdrink. So, hier haben wir auch einen zweiten. Und wir haben einen weiteren Speicherpunkt. Oh, habe ich jetzt auf Nein geklickt? Ja, natürlich habe ich auf Nein geklickt. Weil meine wunderschöne Kamera zum 100. Mal vor der Schrift steht. In der Zeit, wie er speichert, kann ich ja hier schön lesen, was ihr so Schönes schreibt. So, und zwar Klaus hat noch geschrieben, klar, bester Chillort ever, Silent Hill 2, fahren Sie noch heute hin. Ja, tatsächlich. So, typisch, mir geht es soweit bestens, aber das Virus nervt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr eigenartig und anstrengend und ich gehörte als Friseurin auch damals noch zu einer Klasse, die auch eine Woche noch länger als Schulen und Kitas und Einzelhandelläden aufhaben musste und da hatte ich ja auch schon so ein bisschen Bedenken, weil alles andere um mich herum geschlossen hatte und ich, die keine 1,5 Meter Abstand von Menschen haben kann, sondern wirklich face to face an einem Menschen oder Kopf an Kopf gearbeitet habe, so fand ich das ein bisschen eigenartig, aber ja. Insgesamt ist das mit dem C-Virus dann doch schon eine ungewohnte Situation. Und ich bin ja 1994 geboren. Und das heißt, die Leute, die auch in den 80er, 90ern geboren worden sind. Oh, Klaus hat mich abonniert. Oh. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ah nein, Galaktischer Keks hat geschenkt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich an Klaus fürs Abonnieren und am Galaktischen Keks fürs Verschenken zum Abonnieren. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Genau. Wo war ich jetzt? Nase juckt wieder ein bisschen. Ach ja, und wegen dieser ganzen Corona... Oh, verzeihen, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Wegen der ganzen C-Sachen. Wenn man bedenkt, wie gesagt, bin ich in einer Zeit aufgewachsen, wo wir nie Krieg hatten, wir hatten nie Pandemien. Wir konnten bisher alles normal erreichen. Deswegen ist es, ich denke auch für viele Leute, die jetzt auch nicht nur die Millennials, sondern auch die nach 2000 geboren worden sind, für die ist es auch eigenartig, dass sie nicht mehr zur Schule gehen konnten und all sowas. Und es ist echt heftig, dass es auch die ganze Welt so stark belastet. Ja, also dementsprechend kann ich I feel you typisch TV. Auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen. So, Galaktischer Keks. Ach ja, kann ich klagen. Oh, das ist schön. Klaus, alles gut. Hier muss leider wegen dieser C-Blabla-Lage Zwangspause noch machen und versucht die Zeit totzuschlagen. Ah, Klaus, ja. Ich wurde ja auch auf Kurzarbeitergeld ausgesetzt. Ja. Also ich verstehe dich auch vollkommen, dass das eigenartig ist und meine Nase juckt wieder und ich atme immer Fussel ein, wenn ich streame. Verzeihung. Mit dem C-Virus darf man sich ja jetzt eigentlich noch nicht mehr ins Gesicht fassen. Ich meine, ich war heute eh nicht draußen und ich wasche mir sowieso, auch wenn ich zu Hause bin, sehr oft die Hände. Also hoffe ich mal, dass wir jetzt nichts zu bedenken haben, zu befürchten. Versuch's mit Baseballschläger, dann bleibt sie normal schnell liegen. Voll der Wortwitz, die Zeit... Die Zeit totzuschlagen, ich verstehe. So, okay, bis gleich. Danke für das Geschenk-Abo. Kann ja nicht
angehen, Klaus. Kein Sub ist, ey. Ja, shame. Ach so, okay. Also ihr habt euch noch darüber unterhalten, über den Abo. Und ja, das ist mein erstelltes Toastbrot. Ich habe immer noch genau dieselben erstellten Toastbrot-Emoticons wie vor einem Jahr. Ja, also, ja. Aber wenigstens habt ihr sie. Und das ist süß, dass Klaus die bereits schon eingesetzt hat. So. Jetzt haben wir viel miteinander ausgetauscht. Wir spielen weiter. Aufgrund auch der C-Sache, wenn ich jetzt hier einfach mal um oberflächliche Sachen auch sprechen darf, ja, konnte man ja, weil ich ja selbst Friseurin bin und alle Friseure schließen mussten, konnte ich ja selbst nicht zum Friseur gehen und dementsprechend sehe ich halt mit der Haarfarbe nicht aus wie eigentlich normalerweise. Ich sehe in echt wirklich viel mehr Ginger-mäßig aus, was ich eigentlich nicht möchte, aber... No hairdresser is at the moment open, so I have to deal with it. Und genauso wie mit meinem, es passiert was Gruseliges, aber einfach nicht darauf achten, dass mein Mittelfinger abgebrochen ist, mein Nagel. Denn es geht jetzt Wichtigeres zu klären. Und zwar diesen komischen Geräuschen auf die Schliche zu kommen. So, James schnappt sich irgendetwas, was komische Geräusche macht. Tja, und James ist total blind. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das bei euch ist, aber... Scheiße, ich war... Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, also kämpfen wird hier wahrscheinlich ein bisschen scheiße sein. Und James hat das einfach nicht bemerkt, als er reingegangen ist. Also wie war das? Ich glaube, ich weiß es noch ungefähr. Oder? Nee, wie war das? Es gibt hier auch kein Tutorial fürs Kämpfen. Ich weiß, Leute. Oder war das so? Ah, ich weiß wieder, wie es war. I know how it was. So. Einschlagen. Und wir hauen drauf. Ausgerüstet mit einem Holz... Is it dead? Barren, Holz, Stock. What the hell is it? It's not human. James, you're such a genius. It's not human. Hätte ich mir auch vorher denken können, ne? Also eine eigenartige Gestalt haben wir hier encountered. Sind wir hier begegnet? Ich habe sie mir zuletzt selber geschnitten. Nur die Hinterseite ging bissel nach hinten. Drei Löcher. Ja, gut. Also, das ist schon echt schwierig. Wirklich. Also, ich meine, Haare sind in diesem Sinne... Es kommt auf den Menschen an, welche Priorität Haare hat. Aber so ganz gesundheitlich ist es natürlich jetzt nicht wichtig erachtet. Und es kann dann schon mal passieren. Oh, schade, dass ich nicht zu dir kommen konnte und dir die Haare schneiden konnte, Klaus. Aber bei Männern, glaube ich, wächst das sowieso wieder schnell. Aber, nee, und ich finde es sehr mutig von dir, uns die Wahrheit zu sagen. Genau. So, wir hatten gerade hier auch Fußspuren von dem Monster. Und es gibt hier nichts anderes mehr, deswegen werden wir jetzt hinausgehen. Oh yeah. This thing broken? Better take it anyway. What the? I might need it. Gut. Also, diese Begegnung hat uns jetzt ein Radio... Oh mein Gott, ich liebe dieses Detail. Ich liebe es so sehr. Schaut mal. Weil wir leider noch so ein bisschen in die Blutlache des Monsters der Gestalt drin waren, haben wir jetzt hier auch so ein paar Fußspuren. So. Das ist die Kampfhaltung. Und das ist die andere Kampfhaltung.
Tja, und so sieht das so ein bisschen aus, als ob James so ein bisschen, ja, ich sitze auf einem imaginären Stuhl. Und ich glaube, damals habe ich das auch schon so gesagt. Irgendwie witzig. Oder auch nicht witzig, also, ja. Dann schauen wir uns die Karte nochmal an. Gut, da geht's nicht weiter. Das Inventar. Oh, das Inventar. So, wir sind nun ausgerüstet mit einem Radio. Kleines, tragbares Radio. Erzeugt statisches Rauschen, wenn Monster in der Nähe... Wenn Monster in der Nähe sind. Wir haben es auch eingeschaltet. Dann haben wir jetzt Brett. Brett mit Nägeln an einem Ende. Nicht sehr wirksam, aber leicht zu gebrauchen. Genau. So, weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Hinfort, hinfort von diesem Ort. Dann laufen wir jetzt hier einmal weiter. Ausgerüstet mit einem Holzbrett. Ich würde zwar nicht Brett dazu sagen, sondern eher Holzstab. Holzstock, Holzstab. Speichern wir unseren, oh, ach so großen Progress. Aber wir speichern es trotzdem. Also ja. Ja. Guck mal, mein T-Shirt. Oh. Ich weiß nicht, weil wegen meinen Haaren hat man das jetzt noch nicht so cool gesehen. Aber es ist ein cooles Lakeside Amusement Park Shirt. Ja. Oh, und ich habe das heute extra fürs Let's Play angezogen. Also ich habe mich ein bisschen modisch rausgeputzt. Oh. Ja. Ja. Gut. Uff. Abgespeichert, dann geht es jetzt hier einmal weiter. Und dann heißt es jetzt einfach die Stadt erkunden. So, wir haben nochmal einen weiteren Actimel Drink. Und, oh mein Gott, so, etwas entlang der Straße ist eingestürzt. Auf diesem Weg komme ich nicht weiter. Auf diesem Weg schaffe ich es nicht zum Park. Ich muss einen anderen Weg finden. Uiuiui. Oh oh. Nope. Bitte nicht ankotzen. Bitte nicht ankotzen. Das haben wir nicht so gerne. So. Das müsste ja... Oh Gott, wie nah der jetzt gerade war. Okay, das müsste... Genau, es ist markiert. Das heißt, wir können jetzt hier nicht hingehen. Ich merke, wenn ich das so ein bisschen mit euch spiele, habe ich nicht so Angst. Ich habe trotzdem noch Angst, aber die Angst ist ein bisschen weniger gedämmt. So, da wir jetzt wirklich Progress gemacht haben, können wir jetzt auch hier weiter erkunden. Ich weiß, wir waren schon hier hinten, aber ich schaue einfach nochmal nach, weil hier in der ganzen Stadt sind jetzt noch überall, ob das Munition ist... Oder Heilgegenstände. Heilgegenstände. Ist das jetzt hier überall noch verteilt. Und ich möchte sicher gehen, dass ich das ein oder andere noch nicht unbedingt... Ja, weil hier konnten wir ja auch, ne? Same procedure as every year, James. Ja, typisch super. Ja, der Hase. Er war ein Mensch, genau. Genau, wir können jetzt... Ich weiß natürlich, wie es weitergeht. Einige von euch wissen das bestimmt auch schon. Aber ich werde einmal hier alles erkunden. Also erkunden im Sinne von, was ich gedenke, was wichtig ist. Werde ich euch zeigen. Ja. Und wir werden diese Straße entlang gehen und links und rechts immer wieder mal Ausschau halten, ob hier die Heilgegenstände... Silent Hill 2 ist auch ein etwas anderes Horrorspiel, wenn ich das mal so sagen darf. Denn in diesem Spiel ist es nicht wichtig, jedes Monster zu bekämpfen. Sondern es ist halt hier wirklich eher wieder dieses so taktische wichtig. Taktische im Sinne von... Muss ich meine Munition sparen? Ah, da seht ihr nochmal einen Heilgegenstand. Taktisch im Sinne von, ich muss Munition sparen. Lohnt sich jetzt wirklich hier auf der offenen Straße
Aldi Happy Burger. All die Monster zu töten, weil letztendlich, hier gibt es auch einen Erste-Hilfe-Kasten, den werden wir auch einsammeln. Wir können aber nicht in den Happy Burger rein. Also es gibt heute für James keine Burger zum Lunch, Mittagessen. Verzeihung. Also dementsprechend werde ich einige Monster bewusst nicht bekämpfen, weil es hier einfach keinen Sinn macht. Wir müssen an Ressourcen sparen, wir müssen an Heilung sparen und wie jetzt, wenn die Fläche so riesig ist, können wir auf jeden Fall genug Ausweichmöglichkeiten. Und wenn wir genug Ausweichmöglichkeiten haben, werden wir natürlich diese Ausweichmöglichkeiten auch nutzen. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Karte. Hier sind einige Markierungen gemacht. Was ist das für ein Symbol am Ende von Martin Street? Street? So langgezogen. So, er übernimmt jetzt schon all die Markierungen. Ich habe es auf meine eigene Karte übertragen. So, und hier ist einmal mit Zeitungspapier in das Fenster zugeklebt. There's a hole. There was a hole here. It's gone now. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Genau. Typisch TV schreibt, du hast bestimmt auch das Gerücht gehört, dass zwei neue Silent Hill Spiele entwickelt werden sollten? Nein, habe ich nicht gehört. Eins davon von Akira Yamaoka, wenn das wirklich so ist. Herz? Wenn das wirklich so ist? Oh mein Gott. Nein, oder? Oh Gott, ich muss jetzt hier mal ein bisschen zu Sinnen kommen. Shanti Om. Weil, wenn das wirklich so ist, oh mein Gott, das ist voll gut. Gerade Akira Yamaoka ist ja sowieso ein Music-Gott in meinen Augen. Und ich liebe auch seinen Score, seinen Soundtrack, den er zu Shadows of the Damned entwickelt hat. Und auch teilweise zu Let It Die. Und zu Lollipop Chainsaw. War das Lollipop Chainsaw? Ich glaube ja. Oh mein Gott, woher... Also, sorry, dass ich ein bisschen jetzt hier außer Atem bin, typisch TV, und dich ein bisschen ausfrage. Ich würde mich gerne nur erkundigen, ungefähr aus welcher Quelle du das so ein bisschen mitbekommen hast. Das wäre sehr interessant. Ansonsten ist es schon mal mega geil. Natürlich, okay, ein bisschen beruhigen, jetzt nicht zu viel hypen und so, aber vielleicht ist das ja auch, ja, wie du schon sagst, nur ein Gerücht. Also es könnte in Bearbeitung, in der Mache sein. Es könnte eine Idee sein, aber ob es wirklich umgesetzt wird, ist die andere Sache. Und Klaus hat darauf geantwortet. So. Jetzt wissen wir ja, dass wir einmal Neely's Bar haben wir jetzt aufgesucht. Wir werden jetzt einmal zur Soul Street runtergehen. Denn das ist das nächstgelegenste, was interessant sein könnte. So, wir laufen jetzt hier durch die Straßen. Oh, und seht ihr, das lohnt sich. Dadurch, dass ich die Straßenseite gewechselt habe. Hey James, take it. Haben wir jetzt einen weiteren Erste-Hilfe-Kasten. Sieht schon mal gut aus für uns. So, Soul Street, runter da. Ich hoffe, das ist die richtige Straße. Ja. Und wir gehen hier weiter. Gibt es hier auch noch was in der Ecke? Nein, okay. Ja, jetzt ist es natürlich eigenartig, warum in dieser Stadt jetzt hier die ganzen Monster rumlaufen. Oh Gott, es wird lauter. Dann haben wir hier das Auto. Und wir haben hier einen Wohnwagen. In den wir hineingehen werden. So, was haben wir hier? Huch, da liegt doch was. Da liegt eine Notiz auf dem Sofa.
Ich warte in Barneely's. Wir können direkt wieder speichern. Genau, wir warten in Barneely's. Gut, in Barneely's waren wir ja gerade schon. Das heißt, wir werden da jetzt nicht nochmal hingehen. Wir schauen uns erneut die Karte an. Dort haben wir den Speicherpunkt. Genau, Neely's Bar. So, Woodside Apartment ist noch eingekreist und das Fragezeichen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hoch zum Fragezeichen gehen. Typisch TV hat geschrieben, soweit ich weiß, will Sony dafür die Silent Hill Marke von Konami abkaufen. Daran hängt es. Ja, weil Konami einfach nicht die Marke verkaufen will, die Rechte wahrscheinlich. Ich habe es von verschiedenen Quellen als Gerücht gehört, von GameStar und Fortzocker. Oh, okay. Gut, ja, doch, das könnte, wie nennt man das nochmal? Gute Quellen sein, glaube ich. Ja. Okay, danke schön, dass du mir Bescheid gesagt hast. Cool. So, mehr gibt es hier in diesem Wohnwagen nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das ohne Facecam mache. Okay. So, was haben wir hier? Sie ist abgeschlossen. Meine Problematik ist nämlich, sobald ich die Kamera runter mache, habt ihr einen anderen Blickwinkel von mir. Was vielleicht eigenartig aussieht und... Das ist der Grund, weil klar, ich könnte die Kamera jetzt auch einfach wegpacken, aber okay. So. Dann müssen wir jetzt links hoch, nach oben und dann rechts. Die zweite rechts. Also links hoch. Nein, du kriegst uns nicht. So, links hoch. War es das Richtige? Ja. Dann laufen wir einmal hier. Genau, Happy Burger haben wir schon gemacht. Die erste Kreuzung, dann die zweite Kreuzung. Wir müssten auf dem richtigen Weg sein. Ja. Die zweite Kreuzung rechts und dann wieder links. So, schauen wir mal. So weit liegt hier erstmal nichts. Alle Geschäfte sind verschlossen rechts. Und dann müssten wir jetzt eigentlich gleich wieder... Oh, oh nein, nicht in die Arme laufen. Ja. Das ist genau... wie sich das hier anhört. Wie sich das hier anhört. Ich hasse dieses Geräusch. Ah, aber hier liegt ein weiterer Actimel Drink, ein weiterer Gesundheitsdrink. So, die Tür können wir... Ne, mit der können wir nicht interagieren. Es geht dort also nicht weiter. Die Tür... Diese Gittertür ebenfalls nicht. Oh oh. So, hier ist eine Wand. Schön, dass wir hier... hingeschickt worden sind. Dann klicken wir mal einmal an. Ich habe den Schlüssel zum Apartment. So. Vom Fragezeichen wurde ein abgehaktes Zeichen. So. Dann haben wir nun... Ich mache gerne komische Geräusche, es tut mir leid. Diesen Schlüssel haben wir jetzt soeben eingesammelt. Schlüssel zum Apartment. Altaussehender Schlüssel, den ich in der Stadt gefunden habe. Auch wieder eines der genialen Spiele, dass man halt wirklich mit den Objekten, die du aufgesammelt hast, interagieren muss. Und zwar prüfen wir jetzt einmal. Und wenn wir jetzt ganz genau hingucken, sehen wir, dass auf dem Schlüssel ein Zettel mit dem Titel Woodside Apartment klebt. So, das heißt, wir wissen jetzt also, oh, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und mit diesem Schlüssel können wir also jetzt zum Woodside Apartment. Dann schauen wir mal. Oh, es ist sogar schon Woodside Apartment eingekreuzt.
Da geht's also weiter. Ich sehe, ihr schreibt wieder so schön. Trude Zeki hat noch geschrieben, ich liebe das Kartensystem, das ist so belohnend und befriedigend. Ja, das stimmt wirklich, da hast du recht, Zeki. Das ist wirklich sehr gut durchdacht. Egal, ob man in Gebäuden ist oder wie jetzt hier in so einer Stadt, es ist wirklich gut. Also doch, mit so einer Karte kann ich auch voll gut arbeiten. Und einmal hat auch I'm here to fix you. Ich bitte um Verzeihung, dass ich deinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Fühl dich aber trotzdem herzlich begrüßt zum Let's Play. Huch. Ich habe mich gerade gestoßen. Währenddessen ich dich begrüßt habe, I'm here to fix you. Shit. Ich, wie gesagt, falls du möchtest, kannst du mir schreiben, ob ich deinen Namen richtig ausspreche oder nicht. Und ja, danke schön fürs Einschalten. Schön, dass du dabei bist. Du hast noch dazu geschrieben, oha, also ich folge dir ja schon lang und jetzt sehe ich dich eins meiner Lieblingsspiele daddeln. Ja, ach so, okay. Ich überlege gerade, ob ich dich kenne vom Schreiben her oder ob ich dich in meinen damaligen Kommentaren schon mal gelesen habe. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich nicht an dich erinnern kann, weil dein Name sagt mir zumindest hier auf Twitch nichts. Freut mich aber sehr zu lesen, dass du aktiv am Chat dabei aktiv mitmachst. Und es ist ebenfalls mein absolutes Lieblingsspiel. Und es freut mich, dass wir anscheinend beide dasselbe Lieblingsspiel haben. Dankeschön fürs Einschalten. So, dann widmen wir uns jetzt wieder einmal. Und genau das ist der Grund, warum wir einfach nicht mehr an Autos herangehen. Weil diese ganzen Viecher auch hier... Okay, dieses Auto nicht. Aber es gibt geskriptete Autos, wo die Viecher halt wirklich auch ganz... wie nennt man das? Ganz... ganz hinterhältig sich wirklich unter dem Auto verstecken. Einfach nur geradeaus und dann rechts. Okay. Sich ganz hinterhältig verstecken. Und das wollen wir nicht herbeirufen. Das heißt, wenn ihr ein Auto in Silent Hill 2 seht, just ignore it. Einfach nicht hinlaufen. Und Moment, jetzt war ich am Überlegen, geradeaus. Genau, einfach weiter geradeaus. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Item... Ah, genau, hier irgendwo vergessen habe. Oh mein Gott, wie gut ich mich noch daran erinnern kann. Wir haben zum ersten Mal die Patronen für die Pistolen und wir haben einen weiteren Erste-Hilfe-Kasten, den James einfach durch mein häufiges X drücken trotzdem nicht annimmt. So, Erste-Hilfe-Kasten. Go. Go for it, James. So, ich müsste ja jetzt hier weiterlaufen. Oh, ich freue mich voll, dass ich mich relativ gut an das Spiel erinnern kann. Aber, naja, es ist auch kein Wunder, weil, wie bereits erwähnt, ist es mein meistgespieltestes Spiel meiner ganzen Videospiele. Also von daher. Gut. Haben wir also somit, bin ich jetzt auch zufrieden und habe auch wirklich das Gefühl, dass wir alles eingesammelt haben. Wir haben so viele, wir können ja mal einmal, falsche Taste. Wir können ja mal einmal... Genau, hier schauen. Wir haben 6 Gesundheitsdrinks. Zur Erinnerung, ich spiele das Ganze auf normal. Wir haben 6 Gesundheitsdrinks nur in der Stadt gefunden. 4 Erste-Hilfe-Kästen. Und einmal Pistolenpatronen. Genau. Gut, und ich sehe, I'm here to... Ach, der Name ist so lang. Hat noch was geschrieben. Ich glaube, ich habe dich damals mit Obscure 2 gefunden auf YouTube und ich bin meistens nicht so aktiv im Chat. Ah, okay, Obscure 2. Krass, okay, dann, oh. Ich werde gleich ganz rot, weil ich fühle mich voll geehrt, dass du, ja, dass du, Obscure 2, wann habe ich das Let's Play? 2011, 12? Ja, also es freut mich mega, dass du mich damals dadurch gefunden hast und anscheinend immer noch so, doch noch, ja, mich verfolgst. Das wirklich ehrt mich sehr, freut mich wirklich ganz, ganz doll. Oh. Warte mal, ich habe gemerkt, eigentlich kriegt jeder eine Umarmung, wenn ich ihn begrüße. Und ich habe dich, I'm here to, I'm here
to fix you. Ich hab dich nicht umarmt. Dann fühl ich einfach ein bisschen umarmt und gedrückt. Und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ist nicht schlimm, dass du nicht so aktiv im Chat bist. Umso mehr freue ich mich ja, dass du dich doch mal getraut hast, jetzt etwas aktiver zu werden für diesen Augenblick. Vielen Dank. Gut. Genau, wie gesagt, wir haben wirklich sehr, sehr... Wir haben einen guten Start hingelegt zusammen, Toastbrote. Und mit diesem Start können wir auch gut weitermachen. So, the door that wakes in darkness, opening into nightmares. So, die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich in Albträume öffnet. Sie ist abgeschlossen. Eine Sache fällt mir auf, habe ich jetzt noch nicht... Es gibt eine Sache, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ich erkläre sie kurz, während das ich in der Karte bin. Irgendwo hätte ich... Moment, wo wäre der denn? Wo wäre der denn? Wo wäre denn Dude gewesen? Oder kommt der erst später? Irgendwo hier, aber das kann nicht sein. Der muss später kommen, oder? Es müsste hier irgendwo ein Mensch rumliegen, also eine Leiche rumliegen, wo Zettel um ihn herum liegen und die kannst du lesen. Und auf jedem Zettel steht dann, dass, ja, die Monster sind so gruselig und mein Freund hat sich versteckt, aber er wurde von den Monstern aufgegessen. Und ich habe gemerkt, wenn man leise in der Dunkelheit sich begibt, erkennen sie einen nicht. Wenn man leise ist, erkennen sie einen nicht. Und wenn man die Taschenlampe anhat, mit Licht, erkennen sie dich schneller. Und lauf, lauf davon, renn weg. Und dann war Punkt, Punkt, Punkt. Also so in etwa lautete der Inhalt der verschiedenen Notizen, die um diesen Menschen, um die Leiche auf dem Boden herumlagen. Witzigerweise weiß ich nicht, falls ich doch jetzt gespoilert habe, ist es, wie gesagt, wir treffen gleich eine Leiche und da steht das einfach, Punkt. Falls ich jetzt nicht gespoilert habe und ich habe ihn tatsächlich hier irgendwo verpasst, haben wir einfach nur diesen Inhalt verpasst, den ich euch soeben wiedergegeben habe. So. Es ist abgeschlossen, war ja die Tür. No trespassing. Ich habe den Schlüssel zum Apartment verwendet. Genau. Und das muss man sich auch reinziehen, wenn man bedenkt, dass wirklich an manchen Stellen der Soundtrack wieder komplett anders ist. Oder, wie hier, auch überhaupt nicht vorhanden. Wie sich das anfühlt, dass auf einmal so... Okay, hier ist auf einmal stille, obwohl ich hinter dem Gitter bin. Was lauert jetzt hier auf mich für eine Gefahr? Und wir springen heute ausnahmsweise mal nicht in den Müll rein. In den Müll. Okay, ich höre mal auf, weil I'm here to fix you hat nochmal was geschrieben. Das lese ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe dich damals mit... Ach so, nee, das habe ich schon gelesen. Ja, deine GTA-Teile waren auch sehr witzig. Frau Blond Cutie. Genau, damals hoch. Schön das Mikro hier einmal umkippen. Genau, damals Blond Cutie 94. Cool, dass du dich sogar noch an meinen ehemaligen Nickname erinnern kannst. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Und danke, fühle mich voll geherzt. Hab gleich meinen Bildschirm umarmt. Oh, wie süß. Oh, kawaii. Süß. Ja, das darfst du ruhig, weil... Also, ja, da du mich ja schon länger kennst, also in Livestream ist es wirklich so, als ob wir alle einfach zusammen vorm Bildschirm sitzen und uns gegenseitig mal gruseln, umarmen, Danke sagen, Witze machen und ja, also... So in etwa kannst du dir das vorstellen, dass ihr jetzt hier so imaginär neben mir sitzt. Vielleicht geben wir auch mal hin und wieder den Controller ab und jeder spielt mal so ein bisschen. Und jeder kann auf jeden Fall seinen Senf dazugeben. Solange er sachlich und freundlich ausgedrückt ist, kann man auch immer alles sagen, was man möchte. Auch wenn es Kritik ist. Müll kann ich nicht gebrauchen. Schade eigentlich. So, wir haben hier zwei Gebäude.
Und diese zwei Gebäude werden wir uns anschauen. Wir klicken jetzt erstmal das allererste Gebäude an. Wovon ich mir sicher war, dass das funktioniert. Und deswegen wollte ich es eigentlich nicht als erstes anklicken, aber gut. Nichtsdestotrotz können wir ja einfach wieder rausgehen. So, wir gehen wieder raus und schauen uns mal an, was wir hier sonst alles machen können, müssen. Es geht hier ein ganz langer Weg und sie ist abgeschlossen. Ich wusste es. Aber jetzt habt ihr auch, wie gesagt, das Gefühl, die Tür, glaube ich, ist auch, das Schloss ist wohl kaputt. Eines der legendärsten Sätze in der ganzen Silent Hill-History. Wir werden häufig diesen Satz hören. Ich meine natürlich lesen. Genau. So sieht's aus. So. Und wir betreten ein völlig neues Gebäude. Und wir haben hier immer noch gar keinen Sound. Keine Monster. Keine anderen Geräusche und keine Musik. So, wir haben einmal... Ich habe eine Karte des Apartments. Genau. Können wir direkt auch einmal uns anschauen. Das war der Eingang. Hier geht es jetzt weiter. Genau. Einen weiteren Gesundheitsdrink. Briefkästen, wo er nichts zu sagt. Und unseren... allerbesten Freund, den eigenartigen Speichersymbol. Wird geprüft. Ich glaube, ich muss niesen. Verzeihung. Wie gesagt, ich habe Heuschnupfen und Hausstauballergie. Und gepaart mit Heuschnupfen ist es sehr schlimm. So. Das Geile an dem Spiel ist auch, wir haben, was auch sehr seltener heutzutage in Spiele vorkommt, so eine Art Pupilleneffekt. Sie ist abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir... so mehr wir in die Dunkelheit gehen, das Licht gewöhnt sich so ein bisschen, das Auge gewöhnt sich an die abgedunkelten Lichtverhältnisse und dementsprechend kann man dann auch so ein bisschen, es ist wirklich ein mega, mega tolles Detail. Ich liebe es wirklich sehr. Typisch TV hat auch noch geschrieben, diese trügerische Ruhe. Ja, diese trügerische Ruhe beschreibt es am besten. Ah, und direkt danach, I'm here to fix you. Bin froh, dass du die gute alte PlayStation 2-Version spielst. Ja, dementsprechend sieht es natürlich, wie gesagt, habe ich schon zu Beginn dieses Let's Play-Videos gesagt, sieht es nicht so knackig und so hochwertig aus, weil das Spiel 19 Jahre schon auf dem Buckel hat. Aber ich spiele es hier tatsächlich original. Neben mir ist meine alte PlayStation 2 Slim Edition. Und ja, ganz, ganz original. Und ja, wir gehen hier rein. Ab hier fängt es nun an, Geräusche zu geben, die wir teilweise kennen. Es klingt wieder wie Fußstapfen oder Trampeln. So, wir laufen mal hier entlang. Schau mal auf die Karte. Okay, also vor uns sind zwei Räume. Sie ist abgeschlossen. Wenn dort steht, sie ist abgeschlossen. Oh, hier ist die Tür gar nicht vorhanden. Also wurde dieser ganze Raum einfach komplett zubetoniert. Und sie ist abgeschlossen. Wir können auf unsere... Oh, es ist so geil, Leute. Schaut euch das an. Es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen.
einige Horrorspiele sollten oder wäre schön, wenn heutzutage einige Horrorspiele sich diese Elemente auch nochmal so ein bisschen zu Gemüte, zu Herzen führen. Weil es wirklich so eine Art, so ein ganz anderes Survival-Horror-Experience ist. Es ist eine ganz andere Erfahrung, dass wenn du hier... Oh Gott, es ist auch gleich eine ganz andere Erfahrung von Monstern. Ja, man sieht ihn. Das war die abgeschlossene Tür. Wir rennen an ihm vorbei und wir haben es geschafft. Von der Tür kamen wir. Wir gehen jetzt mal einfach... So, was gibt's hier? Hier gibt es einen Müllschlucker. Das ist ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. So. Genial. Also, was ich einfach damit sagen möchte, ist, es ist ein ganz anderes Feeling, dass du erstens diesen Pupilleneffekt hast im Spiel eingebaut. Zweitens, dass du auch die Karte nicht lesen kannst, wenn du deine Taschenlampe nicht anhast oder wenn du nicht irgendwie im Licht stehst. Und das ist wirklich mega, mega gut. Das ist mega geil. Ich merke, ich habe meine Cat Ears durch typisch TVs toller Silent Hill Nachricht habe ich so ein bisschen einiges über Bord geworfen und now I'm back as a cat. Als eine möchtegern Cat, Toastbrot Cat Dings. Keine Ahnung, was wir sind, Leute. So. Und deswegen konnte ich gerade die Karte nicht lesen, weil wir in Dunkelheit standen. Nein, nein, nicht in die Arme hier hineinlaufen. Hallo? So, eine weitere Tür. Das Schloss ist kaputt. Oh, noch eine Tür. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich hoffe, die Helligkeit ist gut, Leute. Oder wisst ihr was? Wisst ihr was? Wie kann ich hier auf Optionen zugreifen? Ich werde das für euch mal ein bisschen heller machen. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Bis heute ist eine schwache Scheinebene. Wir sind auf der dritten Ebene. Vierte Ebene. Eins oder zwei? Ich mach mal zwei. Einfach für euch, dass ihr das besser erkennt. Einstellungen ändern. Ja. Typisch TV hat dazu auch noch geschrieben, die PS3-Version war auch ziemlicher Mist. Ja, leider. Vor allem mit ihren Sounddateien. Ich weiß, die haben ihre alten Sounddateien verloren und so. Und deswegen haben sie die so und so gemacht. Aber es war wirklich... Es war kein gutes Remastered. So, ich habe jetzt für euch das einfach ein bisschen heller eingestellt, dass ihr, wenn ihr das jetzt zu Hause auf dem Bildschirm seht, etwas deutlicher. Dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Wenn man überhaupt was erkennen kann. So, die Tür ging auf. Und hier gibt es eigenartigen Sound. Dann gibt es hier diese... komischen Türen, die ich da nicht öffnen kann. Oh, meine Nase läuft. Ich muss mal einmal kurz... das ist ja eigentlich nicht Pause. Ich habe keine Taschentücher hier. Ich muss mal einmal kurz mir Taschentücher holen. Bis gleich. Ist online? Spielst du online? Wow. Ich habe das Mikro noch nicht ausgemacht, merke ich gerade. So, ja, ich habe gemerkt, ich habe das Mikrofon nicht ausgemacht. Ich habe zwar die Facecam ausgemacht, aber nicht das Mikrofon. Oh, I'm such a derp! Okay. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Nee, ich wollte jetzt hier einmal den Chat wieder aufmachen. So. So, okay. Also, falls ihr ein paar Geräusche zwischendurch hört, im Raum weiter hinten spielt der Synod gerade ein Spiel und deswegen könnt ihr vielleicht ein bisschen ihn hören.
Gut, so, aber ihr habt was Schönes noch geschrieben. Ja, ich habe mir die Taschentücher jetzt hier zugeholt. Trudzecki hat geschrieben, fand das Gamma ganz gut, so ich konnte hervorragend sehen. Jetzt ist es sogar noch besser. Oh, danke schön. Ach so, ja, ich wusste jetzt nicht, ob das... ich meine, klar, falls irgendwie das blöd wäre, hättet ihr bestimmt auch schon geschrieben. Ey, wir können nichts sehen. Aber danke schön für deine Information bezüglich der Helligkeit, Zecki. Danke schön. Dann hat Klaus noch geschrieben, ist mir auch schon mal passiert mit dem Muten. Ja. Das ist... Ja, ich... Ja. Es ist peinlich und dementsprechend weiß ich jetzt nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Aber ich bin gespannt, was ist dir denn da passiert? Hat man dich da irgendwie auch komische Geräusche machen oder so gehört? Und ja. Und musst du jetzt, aber falls es auch zu peinlich war, musst du es natürlich nicht beantworten, Klaus. So. Und typisch hat noch geschrieben, ich würde auch ein Silent Hill in VR feiern. Eigentlich ja das perfekte System für Horrorspiele, nur leider gibt es bisher kaum gute in VR. Ja, das stimmt. So ein Silent Hill in VR, oh mein Gott. Das wäre mega gruselig, aber es wäre auch mega gut, glaube ich. Ja, doch. Das ist eine gute Idee, typisch TV. Aber VR ist ja generell, zumindest für die PlayStation, ist ja generell irgendwie so ein bisschen, ja. Außer das, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses Spiel mit Schießen und so. Und ja, mit Schießen. Truth and Blood oder Blood and Truth. Das ist ganz cool, aber es ist kein Horrorspiel. Es ist... meh. Okay, ich weiß, was... Also, ich weiß, was du damit meinst, dass Silent Hill ein perfekter Ableger für ein VR-Horror wäre. Dem stimme ich dir zu. So, Galaktischer Keks hat geschrieben, wir haben bei Klaus dabei gehört, wie er gegen irgendetwas gerannt ist. Verzeihung. Entschuldigung, Klaus, ich will dich nicht auslachen. Und falls Galaktischer Keks recht hatte, finde ich es nur sehr witzig und süß, dass du gegen etwas gerannt bist. Also, ich bin auch manchmal, ich bin eigentlich immer tollpatschig, also von daher. Ja. So, Zeki hat noch geschrieben, du hast aber auch echt eine tolle Community. Ja, danke schön. Du auch, Zeki, natürlich. Aber ja, wir sind alles Toastbrote und ja. Danke schön für das Kompliment. Vielen herzlichen Dank. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich wieder ein bisschen, ich werde gleich ganz rot und so. Ja, okay. Klaus hat noch geschrieben, das war mein Schuhschrank, weil da noch mein Flur renoviert wurde wegen neues Dachfenster. Ach so. Okay. Gut, dann wissen wir jetzt auch. Oh, süß. Trudzecki hat auch. Trudzecki, du hast meinen selbstgemachten Toastbrot Kawaii Hakuna Matata, glaube ich, steht da drauf, was man nicht so ganz lesen kann, weil das so klein gerendert ist. Aber vielen Dank, Zecki, dass du... Warte mal. Hä, Zecki, wann hast du denn... Ich bin gerade am Überlegen, wann du mich abonniert hast, weil wurde mir das angezeigt? Anscheinend nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Zecki, fürs Abonnieren, weil hier steht ja, dass du Twitch Prime... also ja, vielen Dank fürs Abonnieren, Zecki, und vielen Dank, voll süß, dass du mein selbstgemachtes Emoticon verwendest. Dankeschön, das bedeutet mir viel. Klaus, sind nicht alle ganz knusper, also. Ja, wir sind nicht mehr alle ganz knusper, das stimmt. Ja, okay. Dann haben wir das auch geklärt. Schön, schön. Wir befinden uns jetzt hier noch immer in eines der Hotelzimmer, der Woodside Apartment Zimmer. Das Schloss ist kaputt. Hier sehen wir nichts. Außer einen uralten Fernseher. Ein Fernsehgerät. Das ist nichts. Das ist nichts. Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Puh, zum Glück. Ich dachte schon um ein Haar, dass Television irgendwie gefährlich wäre. Vor allem guckt euch das mal an. Heutzutage haben wir die meisten doch wirklich so einen Flatscreen, oder? Das ist echt krass.
Ja, wie die Weiterentwicklung ist. So wie damals man auch Walkmans hatte und nach den Walkman hatte man dann MP3-Player. Nee, zuerst gab es dann die CD-Player, wo du die CDs reinmachen kannst. Weil der Walkman war ja nur für Kassetten. War doch so, ja. Und dann gab es einen MP3-Player und jetzt gibt's Handy. Oh, jetzt gibt's Smartphone. Ach nee, und es gab noch so ein iPod oder so, glaube ich, ne? Hatte ich aber nie. Ich hatte einen MP3-Player. So, schön, dass wir auch über technische Sachen hier gesprochen haben, währenddessen die Küche ohne Kühlschrank leer ist. Dann können wir hier hindurch. Schloss ist kaputt, das heißt, wir werden nie wissen, was sich dort hinter befindet. Hier sieht man was, aber es ist sehr ungenau. Wenn wir das jetzt mal anklicken, er kann es nicht anklicken, weil wir nichts sehen können. So. Eine große Uhr. Es ist zu dunkel, um sie gut sehen zu können. Ja, ich habe einfach nur geraten. So. Das heißt, mit der Uhr können wir auch noch nichts machen, weil es einfach zu dunkel ist. Und es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. So, hier können wir auch nicht rein. Gut, dann haben wir dieses Zimmer genügend erkundet. Also, mehr können wir hier jetzt erstmal auch nicht machen. Dann haben wir hier eine Abgrenzung durch Gitter. Da können wir auch nichts machen. Uiuiui. Natürlich läuft das Monster direkt in unsere Gegend, in unsere Richtung. Wir rennen dran vorbei. Ui! Wir haben es geschafft. So, kann ich hier die Karte lesen? Nein, okay. Also, als Tipp, wenn man Silent Hill spielt, ist es immer ratsam, an alle Wände sich zu halten. Nicht mittig an den Wänden. Hier ist etwas zu betoniert. Diese Tür geht auf. So. Dann ist in dem Raum nichts vorhanden. Hier ist Licht. Und oh, ich liebe es einfach. Ich liebe meistens statische... Also nee, nennt man doch statische... Nee. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie man das nennt. Nicht statische Kamera, sondern so Standkameras. So wie jetzt. Diesen Kamerawinkel. Das sieht doch mega genial aus. Wirklich so... Das wollte ich nicht öffnen. Ich wollte unser Inventar öffnen. Und wenn ich das Inventar öffne, können wir einmal nochmal prüfen. Und es sieht ähnlich aus, wenn nicht sogar haargenau, wie Marys Bekleidung. Mit der rosaroten Strickjacke, dem Kragen, blumenhaft. Und hier dran finden wir eine Taschenlampe und auch ein Monster. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen den kämpfen muss. Oh, hau drauf, James. You can do it. Nee. Wie war das denn mit dem Treten? So. Los geht's. Treten. Okay. So, also in diesem Raum haben wir zum allerersten Mal unsere Taschenlampe. Wie kann man die nochmal an- und ausmachen? Schaue ich nochmal. Ach genau, das war mit Kreis. Wir können die Taschenlampe ein- und ausschalten. Und jetzt können wir jederzeit auf die Karte zugreifen. So. Und dieser Raum... Schauen wir einfach mal, was wir hier drin haben. Wir haben hier einen Frisiertisch. Hier sieht nichts aus, als könnte es nützlich sein. Okay, also hier haben wir irgendwelche Kosmetikas, die wir nicht gebrauchen. Wir haben hier einen Kleiderständer ohne Kleider, nur mit Kleiderbügel hängen. Schloss ist kaputt, wir werden nie dahinter kommen. Dann haben wir hier eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine, da ist nichts Besonderes dran. Dann haben wir hier eine so eine Mannequin-Puppe. Wir haben auf dem Sofa liegen Arme und Beine herum. So, und hier liegen auch noch Gliedmaßen der Puppe neben uns. Auch irgendwie ekelhaft.
oder gruselig. Wenn man diese Puppenphobie hat, dann haben wir hier einen großen Ganzkörperspiegel, einen weiteren Schrank mit Köpfen, auch nochmal einen Gliedmaßenarm, einen Hammer und was weiß ich nicht, was anderes. Und wieder eine Küche, die nur halb eingerichtet ist, mit einer Dose, die wir aber nicht aufsammeln können, die also nicht relevant ist. Das war's. Und hier hatten wir jetzt einen... Vor allem schaut mal, wie das glänzt, wenn man da das Licht drauf... Ach nee, nicht ohne Licht. Schaut mal, wie das glänzt, das Monster. Total widerlich. Ich schreibe wieder so schön fleißig. So, und zwar hat jetzt noch Klaus geschrieben. Ich weiß, weil kein... Ach so, weil kein Licht an war. Ja, man läuft einfach sowieso. Ich habe sowieso einen Schaden. Lol. Alles gut, galaktischer Keks. Jude Zeki hat noch geschrieben, ich weiß noch, wie du mir damals diesen Tipp gegeben hast. Der war richtig gut und hat voll geholfen. Oh, das freut mich, Zeki, zu lesen, dass ich dir einen Tipp gegeben habe. Ich muss gerade ernsthaft überlegen, welchen Tipp. Ich weiß noch vieles von uns natürlich, aber... Welchen Tipp habe ich dir gegeben? Den Tipp mit viel an Wänden laufen und viel die Karte zu nutzen? Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Aber das ist sehr lieb, dass du reingeschrieben hast. Und du hast dazu auch noch geschrieben, statisch ist schon richtig oder fixiert eventuell, wie bei Resident Evil. Ja, genau richtig. Da war statisch und fixiert doch richtig. Genau, ja. Genau, doch richtig. So, typisch TV. Aber Resi 7 gibt es auch auf PlayStation und VR und das ist auch geil. Stimmt, typisch TV. Und ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt im Livestream, was mit mir und Resident Evil 7 VR-Erfahrung passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal thematisieren sollte, aber kann ich demnächst auch nochmal thematisieren. Das stimmt, das ist wirklich richtig. Doch, das war auch cool. So, Jude Zeki hat noch geschrieben, das Beste an Silent Hill ist ja, dass jeder, der Silent Hill betritt, andere Monster sieht aufgrund der eigenen Angst. Würde das gerne mal erleben, allein um zu wissen, was die eigene Angst tief innen ist. Oh ja, das stimmt, dass das alles so verarbeitet wird, die Welt, mit der eigenen Gefühls- und mit der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt. Das stimmt. Das ist so geil an Silent Hill. Das stimmt. Und der Tipp mit am Rand laufen, genau. Ja, doch, dann war es doch der Tipp. Okay, cool. Ja, das ehrt mich. Ich weiß sowieso, dass wir ja gegenseitig eigentlich wenig oder kaum was voneinander vergessen haben. Es ehrt mich aber trotzdem immer noch sehr, dass du dir das gemerkt hast. Super. Ja, voll gut. Gut. Dann laufen wir hier den Gang jetzt einmal wieder weiter entlang. Ich kann die Tür nicht öffnen. Die Tür können wir rein und da hinten war schon mal wieder was ab. Oh nein. Ich will speichern. Ich will speichern. Kann ich vielleicht hier einfach rennen? Okay, wisst ihr was? Wir schauen, ob hier... Oh Gott, zwei Monster. Okay, in der Toilette war nichts. Auf der Zeitung liegt auf dem Boden, aber es ist nichts Interessantes. Okay, eine Tür ist hier eingetreten. Sogar zwei Türen liegen hier einfach rum. Weil jetzt mache ich wieder diese Taktik... nein, nein! In dem Raum war auch nichts, genau. Nein, nein, nein! Okay, wir müssen jetzt... Weil dieses Monster uns den Weg versperrt hat, müssen wir jetzt gegen dieses Monster kämpfen. Okay, oder auch nicht. Oh, scheiße. Bitte kotz jetzt nicht, das andere Monster da... Ihr seht jetzt auch die Unterschiede zwischen den Monstern. Okay, tritt zu. Ah, nein. Okay, oh, gut. So, einfach hier rennen. Oh, okay, gut. Gut. Moment, kamen wir hier? Ja, natürlich. Das war die Eingangstür, toll. So, hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Wie gesagt, wir machen jetzt meine Taktik mit einfach durch die Gegend laufen. Und ist hier echt nichts Wichtiges? Patronen für die Pistole war wichtig. Ansonsten ist hier ganz normal mit Kommode, Couch und Stühle bestückt. Hier gibt's nichts zu tun. Und... Please, don't puke at us, okay? Du hast keinen Grund dafür.
Hier liegt noch was, sonst würde er doch hier nicht hingucken. Genau. Patron für die Pistole. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles hier auch im Schrank. Gut, wir können hier also versuchen. Oh, der Bastard. Der steht jetzt direkt in der Tür. Oh, ist das sein Scheiß Ernst? Oh, nicht kotzen. Nicht anspucken. Okay. Oh, komm hier. Komm doch hier in den Raum rein. Guck mal, hier ist Licht. Hier ist Licht. Und ich mache das Licht aus. Und wenn ich das Licht ausmache, kann ich an dir vorbeireiten. Nein! Aber seht ihr, weil wir kein Licht mehr haben. Oh ja. Ja. Weil wir kein Licht mehr haben, hat er uns nicht so gut gesehen. Unser Status, den kann man da oben links sehen. Der ist nicht mehr so ganz fresh. Und wir haben aber genug Material. Was nehmen wir? Wir sind, glaube ich, schon dunkelrot. Es könnte fast rot werden. Ich versuche mal ein Gesundheitsdrink. Okay, jetzt sind wir durchsichtig. Wir müssen grün werden. Jetzt. Okay, zwei Health Potions. So. Auf jeden Fall hat uns das sehr geholfen, dass wir das Licht ausgemacht haben. Und da hinten steht auch wieder was. Und wenn wir ganz ruhig sind, dann sieht man einfach, dass dieses kleine Ding wirklich sich nicht bewegt. Ich wusste es, dass wenn ich die Taschenlampe anmache, wird durch das Licht das Monster aufmerksam. So, und wir rennen jetzt aber vorbei. Ja. Ich wollte es euch gerne demonstrieren. Das Schloss ist wohl kaputt. Oh, auch nicht schlecht. Das Schloss ist wohl kaputt. Also eigentlich war es hier total sinnfrei, hinzugehen. Dann können wir wieder die Taschenlampe einschalten und... So. Zeki schreibt noch ekelhaft. Actimel hat geregelt. Ja! Stimmt, es ist keine Eskalation passiert, sondern Actimel hat geregelt. Voll gut, dass du das gesagt hast. Gut, dann haben wir jetzt hier alles erstmal erkundet auf dieser Etage. Ich mach mal einfach trotzdem aus. Und wir laufen weiter hier durch. Auf jeden Fall finde ich auch diese... So, ich mach mal kurz hier Licht an, weil jetzt erst... Achso, es ist zu dunkel. Weil erst durch die Taschenlampe kann er jetzt auch auf der Karte markieren, dass die zu betonierten Türen zu betoniert sind. Genau. Gut, dann müssen wir jetzt eine Etage höher gehen. Ich mache mal wieder Licht aus. Und, genau, wir gehen direkt am Rand. So, ab nach oben. Upstairs. So. Bevor wir upstairs gehen, gehen wir einmal nochmal eine Etage tiefer und speichern unseren Progress ab. Los. Ja. So, gespeichert. Oh, ihr schreibt immer so viel und so süß. Und so fleißig. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. So, Klaus hat noch geschrieben, Abwehr aktiv. Genau. Und True, Zeki hat noch geschrieben, meinst du, die verschlossenen Räume im Hotel haben auch eine Bedeutung, wie verdrängte Gedanken oder sowas? Oh, das ist ein sehr guter Gedanke. Mein nachdenkliches Gesicht. Hm. Aber so an sich, wenn man das so betrachtet, doch. Das ist richtig gut. Vor allem könnte ich mir das auch so vorstellen, dass wirklich die ganzen Türen, die komplett abgeschlossen sind, wo angeblich das Schloss kaputt ist, so eine Art wie auch noch mehr, genau, verdrängte Gedanken sind. Und ist ja auch typisch, wenn sie verdrängt sind, wollen wir im Bewusstsein nicht darauf hinzufügen. Das heißt, wir haben auch keinen Schlüssel für diese Türen, was diese These wirklich noch besser erscheinen lässt. Boah, das ist richtig gut. Voll die gute Bedeutung, Zeki. Ich glaube schon, also, dass es auf diese Art und Weise so bedeuten könnte, ja. Oder was glaubst du? Oder ihr, besser gesagt. So, abgespeichert. Dann haben wir... Wie spät haben wir es denn mittlerweile? Okay, und ich nehme seit einer Stunde... Okay, so ein bisschen können wir noch. Für heute. So, ab in die zweite Etage. So.
Let's have a look. Habt ihr das auch gerade gehört? Sobald wir hier hochgelaufen sind, hat sich das... Hier kommen andere Geräusche, als ob was... Weiß ich nicht, ob irgendwas Stahlmäßiges Oh Gott, das hört sich so unangenehm an hier oben auf diese Etage. Man möchte eigentlich hier nicht rein. Under the Box. Hi, Under the Box. Nice to meet you. Thank you for tuning in. And yeah, nice to meet you from Argentina, South America. Greetings from Germany to you. Sorry for my bad English, but I'm a native speaker of German, so I hope you can understand me although. Und Zeki, hast du richtig gut ergründet, bin der gleichen Meinung. Ja, war voll gut, aber Zeki, durch dich bin ich erst durch deinen Gedankengang, konnte ich meinen Gedankengang überhaupt fortführen und hatte, ja, also du hast mich zum Nachdenken angeregt, was richtig gut war mit deiner These. Eigentlich wollen wir hier jetzt nicht in dieser Etage, weil die hört sich eigenartig an. Ah, diese Etage ist es. Oh Gott. Oh Gott. Ich liebe die Soundtracks, aber ich hasse es manchmal, was diese Soundtracks in einem... auslösen, weil es klingt wirklich so, als ob hier was atmet, als ob hier wirklich was leben würde, was Ekelhaftes. Zwischen den Gittern jenseits der Stangen liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Let's have a try. Willst du ihn aufheben? Ja. Okay, James. Komm schon, James. Wir haben noch Actimel getrunken. Au. Hallo? Hey, wait. Haha. Diese Stimme mit Haha, I trick you. Na toll. Ich kann ihn nicht erreichen, egal wie sehr ich mich strecke. Aber wer ist das Kind? Wer war dieses Kind nur? Und das Kind hat ihn richtig schön ohne Grund einfach weggetreten. Ganz ehrlich, das war total unnötig von diesem Blach, ey. Sorry. So. Zeki hat noch geschrieben, darf man dir hier auch generelle spielfremde Fragen stellen? Ja klar, gerne. Spielfremde Fragen? Also zu anderen Spielen, so würde ich das jetzt interpretieren. Natürlich kannst du das sehr gerne. Kannst sie gerne stellen. Ich freue mich drüber. Danke der Nachfrage. Under the Box has written Deutschland über alles. Cool. It's cool that you can... Under the Box that you can write in German. So, it's nice. Yeah. Und Zeki... Ja, scheiß Kind. Ist ehrlich so. Meistens sind Kinder in Spielen echt scheiße. Aber nicht immer. Oh Gott. Ich wollte mal was... Nee, ich wollte das jetzt nicht machen. Ich wollte nämlich eigentlich die Taschenlampe ausmachen. Man merkt auch deutlich, dass diese Etage, finde ich, wenn wir jetzt hier ohne Taschenlampe durch die Gegend laufen... Schaut mal, diese Etage ist viel düsterer und dunkler als die davorige Etage. Hier sieht man ja kaum, trotzdem Pupilleneffekt, ist es hier sehr schwer. Ist es hier wirklich sehr schwer, was zu sehen. Jetzt machen wir wieder die Taschenlampe an und das Schloss ist kaputt. Okay. Ein Einkaufswagen? Es ist ein Einkaufswagen. Wie kommt der hierher? Ich fühle mich richtig bescheuert, wenn ich immer... Okay, und im Einkaufswagen ist etwas drin. Ich habe eine Pistole.
Es sieht hier auch wirklich total mit Einschusslöchern. Aber ja, ein Einkaufswagen mitten im Apartment und eine Pistole. Die Mauer ist pockenartig überzogen. Mit Einschusslöchern. So. So, dann hat Under the Box written only because I'm a Rammstein-Fan. Haha. Oh, that's cool. That's nice. Yeah. Und Zeki hat noch geschrieben, was für ein Spiel würdest du am liebsten komplett vergessen, um es wieder das allererste Mal erleben? Oh Gott, das ist so eine gute Frage. Das ist so eine richtig gute Frage, Zeki. Und es ist tatsächlich wirklich 1:1 sofort Silent Hill 2. Weil ich habe leider schon zu oft dieses Spiel gespielt und ich habe leider schon zu oft die Soundtracks gehört. Und manchmal, ja, wie soll ich das sagen? Man liebt es trotzdem, aber es ist nicht mehr so wie beim ersten oder zweiten Mal. Es ist wirklich so ein bisschen, ich will nicht sagen abgenutzt, aber du kennst es, du weißt, was passiert. Und Silent Hill 2 ist für mich auch eines der absoluten Spiele, die ich komplett wirklich eigentlich so sehr vergessen möchte, weil ich wieder wissen möchte, wie es ist, zum ersten Mal die Musik zu hören, zum ersten Mal diese Gedanken zu haben, zum ersten Mal das zu spielen. Also, oh, ich wünschte, da würde es auch manchmal im Gehirn nur für bestimmte Spiele einen Reset-Button geben. Und ja, welches Spiel wäre es dann bei dir an deiner Stelle, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Spiel komplett zu vergessen, um es wieder wie zum ersten Mal erleben zu können? Eine sehr gut gestellte Frage. So, typisch TV, fällt mir ein Beispiel ein, wo ein Kind im Spiel nicht blöd war. Ja, typisch TV, doch. Und zwar zum Beispiel The Walking Dead mit Clementine. Zum Beispiel. Und das neue God of War. Ich spreche das, glaube ich, immer so eigenartig aus. God of War. ja. Aber sonst, aber ja, ansonsten typisch TV. Ich weiß, ich bin auch nicht so Kinderfan und so. Und Kinder sind meistens immer so nervig. So, dann hat Jude Zeki noch geschrieben. Ach so. Under the Box has written first time playing Silent Hill 2. No, it isn't my first time. I already played Silent Hill 2... like, for example, I don't know, like 8 or 10 times. So it's one of my my favorite game of all time. And this is so my 11th playthrough. And I play it just for fun. I don't do any, wie nennt man das nochmal? I don't do any achievements or something like that. So I'm just playing it for fun. And yeah, thanks for your question. Gut, ach, und True, Zeki, Ellie. Ja, stimmt, Ellie ist auch geil. Ich glaube, die war ja aus Last of Us, oder? Genau. So, True, Zeki, gute Viral-Theme. Bei mir wäre es Red Dead Redemption 1. Ich liebe einfach die Atmosphäre und das Ende. Ja, das, ich glaube, das habe ich mir auch so ein bisschen bei dir gedacht, weil ich ja weiß, wie sehr du das liebst. Und es ist auch wirklich geil. So, bei so manchen Geschichten wünscht man sich das wirklich. Das stimmt. Auch sehr gute Wahl, Zeki. Stimmt, bin ich drauf. Bei mir wäre Strange Age Origins oder so Recon 2. Naja, ich habe die meisten dieser Spiele nur angezockt, wenn überhaupt. Ach so, ist nicht schlimm, typisch TV. Ich liebe es. Ja, Strange Age Origins ist auch geil. Pockenartig überzogen. Sonst zertrümmerter Tisch. Schloss ist kaputt, aber irgendwas wollte er mir hier sagen. Die Matratze. Nee, die Mauer. Ich habe schon die Matratze gelesen. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade an Matratzen denke. Okay. Dann können wir hier einmal raus. Das Schloss ist wohl kaputt.
So, dann haben wir jetzt hier eigentlich alles gemacht. Krass. Ach, diese Atmosphäre. Boah, eigentlich möchte man echt einfach nicht hier sein. Jackie hat noch geschrieben, Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ah, okay. Das kenne ich jetzt zum Beispiel nur vom Hören, beziehungsweise nur ein paar Ausschnitte. Ich kenne das sonst gar nicht. Ich habe es nie angespielt. Genau. Aber ich glaube, zu hören oder zu wissen, dass das wirklich auch ein sehr gutes Spiel ist, weil man ja auch gut und böse spielen kann. Also man kann sich da irgendwie entscheiden, soweit ich es laienmäßig weiß. Ich habe vielleicht auch ein gefährliches Halbwissen. Ich bitte um Verzeihung, falls ich ein gefährliches Halbwissen dazu geäußert habe. Genau, so, gespeichert. Ich glaube, das Spiel werden wir... So, an sich, wenn wir jetzt überlegen, wir haben eigentlich, ist das abgeschlossen, aber wir haben keinen Schlüssel. Wir können hier nochmal in unserem Inventar schauen. Wir haben Gesundheitsdrinks, das. Nein, wir haben einfach keinen Schlüssel. So. Ja, draußen war die Tür auch abgeschlossen. Das heißt, wenn hier alles... Wir müssen ja an diesen Schlüssel in der zweiten Etage ran. Das heißt, ich würde jetzt einfach... Wir durchsuchen nochmal die erste Etage, um zu gucken, ob sich da was verändert hat. Beziehungsweise, wenn wir nochmal genau überlegen, haben wir ja jetzt die Taschenlampe, die wir davor nicht hatten. Und mit dieser Taschenlampe können wir ja eigentlich zurück zum Uhrenrätsel gehen, was eigentlich hier vermerkt werden sollte. Genau. Dort sehen wir das Uhrenrätsel. Also falls man zwischendurch auch einfach nicht mehr weiß, was man in Silent Hill machen soll, ist es hilfreich, auch nochmal sich die Karte anzuschauen, um zu gucken, okay, habe ich jetzt echt alle Räume durchsucht? Gibt es hier echt noch irgendwelche anderen Rätsel oder nicht? Und ihr schreibt so cool. Und zwar Mr. Black White ist aka der Synod. The Legend of Zelda Majora's Mask oder Gothic 1 und 2. Ja, ja, das stimmt. Ist auch mega geil. So, Jude Zeki hat noch geschrieben. Ja, ganz genau. Du hast vollkommen recht mit. Was war das für ein Sound? Das war doch nicht ein Sound im Spiel. Nee, das muss bei mir am PC sein. Womit habe ich, meinte True Zeki das auf Mr. Black White mit der Spielwahl? So, aber sonst hat Zeki noch geschrieben, Gothic 2 Plus Add-on, yes. Ja, oder Final Fantasy 9 und Alundra. Oh, Alundra kenne ich ja auch, dank dir noch, Zeki. Und Final Fantasy 9, wie gesagt, habe ich leider beschämenderweise ja nie so angespielt oder besessen. Und Alundra, ja, oh, so richtig alte PlayStation 1 Spiele, oh. Wunderschön, das erinnert, das versetzt einem direkt sofort wieder in die Kindheit und ja. Ah, gut. Mr. Black White hat noch geschrieben, ein paar Uno und Monopoly-Spiele würde ich auch gerne vergessen. Ist das dein Ernst? Sorry, Leute, das ist ein Insider, aber... Ich glaube, diesen Insider darf ich ja wohl sagen, oder? Von mir aus. Weil es ist kein großes Geheimnis. Monopoly, als wir so oft Monopoly gespielt haben, ach, wie soll ich das sagen? Monopoly ist wirklich ein Friends Destroyer. Somit auch bei uns. Bei mir, bei Destined und mir ist es auch gewesen. Ich habe das auch ganz häufig mit meiner kleineren Schwester gespielt und Destined und... Es war wirklich mal eine Situation, wenn ich kurz Storytime sagen darf. Storytime. Der Synod, meine kleine Schwester und ich, wir spielen Monopoly. 2-3 Mal. Wer gewinnt diese 2-3 Mal? Der Synod. So, einen anderen Tag. Der Synod, ach so, da war ja auch einmal sogar der Schweizer Freund dabei. Der Synod, Schweizer Freund und ich, spielen Monopoly. 1-2 Mal. Wer gewinnt die 1-2 Mal? Der Synod. Dann spielen der Synod und ich privat nur zu zweit mal Monopoly.
auch so zwei, dreimal. Wer gewinnt? Natürlich wieder der Synod. Dann spielen... Und ich war wirklich schon... Oh, ich war so genervt, dass er immer gewinnt. Ich verstehe nicht, was spielt er anders? Was rechnet er anders? Warum gewinnt er die ganze... Selbst mit anderen Konstellationen. Das hat nie funktioniert. Er hat immer gewonnen. Bis auf einen Tag, wo ich mal gewonnen habe. Ich habe da mein allererstes Mal Monopoly gegen der Synod gewonnen. Und der Synod war plötzlich wie ein kleines Kind, eine eingeschnippte Leberwurst und hat mir den Sieg nicht gegönnt. Und hat sich wirklich richtig eingeschnappt und so, ja. Weil das Witzige an dieser Partie war auch, dass die ganze Zeit für der Synod sah es gut aus. Und für mich sah es die ganze Zeit schlecht aus. Und ich habe schon eher immer so gedacht so, oh ey, scheiße, für mich sieht es wieder scheiße aus. Aber ich habe so lange durchgehalten und der Synod wollte schon fast das Spiel, oder einer von uns, ich weiß nicht, ob ich oder er, einer von uns wollte das Spiel nochmal, schon mal so aufgeben, ne? Aber weil wir einer von uns hat dann auch gesagt, so komm, nee, lass mal weiterspielen, lass mal durchhalten. Und am Ende des Spiels, weil wir durchgehalten haben, habe ich dann tatsächlich gewonnen. Und der Synod war so zutiefst erschüttert, weil für ihn das die ganze Zeit im Spiel gut aussah. Und plötzlich hat sich's voll gewendet, plötzlich hatte ich plötzlich Hotels und so machen können. Und ja, das kam aus nowhere. Das war so ein, wie nennt man das, so ein Comeback des Jahres in Monopoly von mir. Wie man sich das einfach gar nicht erwartet hätte. Und dementsprechend habe ich dann einmal gewonnen und diesen einen Sieg wurde mir nicht gegönnt. Und Synod war voll traurig, er war wirklich voll depressiv, er war so traurig auf der Couch, stand traurig im Bett und so und hatte einfach schlechte Laune. Und das war eines der Situationen, wo wir auch dann selbst gesagt haben, okay, komm, Monopoly, scheiß drauf, keine Ahnung, egal mit wie vielen Menschen wir das spielen, jedes Mal streiten und meckern wir uns gegenseitig an. Oh, es war nervenaufreibend, aber das ist jetzt ein Insider zu Monopoly. Als ich das damals mit meiner Familie gespielt habe, ich muss aber auch zugeben, wir haben, glaube ich, nur ein oder zweimal Monopoly mit meinen Eltern gespielt. Sehr selten also. Da war das nicht so. Da war das eher bei Mensch, ärger dich nicht, dass meine Familie so abgegangen ist. Aber Monopoly ist seitdem wirklich, und wir hatten Monopoly die SpongeBob Edition, mit Bikini Bottom und ja, also von daher haben wir es dann wirklich im Keller verfrachtet und vom Keller haben wir es irgendwann weggeschmissen. Ja, ich bin gespannt, habt ihr so ähnliche Erfahrungen mit Monopoly gemacht oder nicht? Also leider, bei uns passt das wirklich, dass Monopoly der Friends und Family Destroyer schlechthin ist und deswegen spielen wir auch erstmal nie wieder Monopoly. Uno dagegen ist was anderes, aber manchmal hatten wir auch ein bisschen ärgernde UNO-Runden, aber UNO ist eigentlich echt ganz chillig. So. True Zeki hat noch Smileys dazu. Selbstschuld, wenn man mit Synod spielt, ihr hättet das wissen sollen. Gut, als nächstes dann Siedler von Catan oder Risiko. Die Siedler. Ja, Risiko, krass, das wollten wir auch mal spielen, ja. Ja. Gute Ideen, Zeki. Ja. Ja, oh, so viel Storytime. Und wir hängen hier immer noch in der Karte rum, also. Ach, warte mal, der Synod, wolltest du hier nicht auch irgendwie zur Dekoration beitragen? Er hat Kopfhörer auf und deswegen hört er mich nicht. Oder er möchte mich gerade einfach nicht hören. Wolltest du nicht auch zur Dekoration beitragen? Meinst du nicht, jetzt langsam wäre der richtige Zeitpunkt dafür? Was für eine Dekoration? Du weißt es selbst nicht mehr. Was denn jetzt? Ja, das hatte was mit dem Greenscreen zu tun, ne? Ach so, jetzt ist es soweit. Ja, mach's doch einfach, wann du willst, ey. Aber hier, zumindest habe ich ihn jetzt daran erinnert, weil wir haben vorhin den Greenscreen aufgebaut und dabei ist was Witziges passiert. Gut, auf jeden Fall, so, True Zeki hat noch geschrieben, Salty sein Gesellschaftsspielen. Ach, Salty sein bei Gesellschaftsspielen gehört dazu? Ja, das stimmt. Dann ist natürlich auch nicht so Spaß dabei, aber... ja. Das, so sehen manchmal unsere Greenscreen-Proben aus. Wenn ich den Greenscreen befestige oder wenn wir ausprobieren, ob das Greenscreen funktioniert, dann schaut man, ob Dinge schweben können. Und so sieht das Ganze aus.
Aber vorhin war es einfach witziger, weil ich damit nicht gerechnet habe und der Synod das einfach so gemacht hat. Und jetzt fliegt hier einfach Robbie the Rabbit, den ich passend dazu hier auch nochmal als T-Shirt... wie oft erwähne ich heute dieses T-Shirt? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft meine Kleidung erwähnt, außer heute. Aber er passt dazu. Look at these. Es passt dazu, ja. Yeah. Ja, und er schwebt einfach. Und vor allem, wenn ich jetzt hier auch weiterspiele, wenn wir jetzt aus der Karte rausgehen, schwebt er immer noch. Oh mein Gott, er schwebt. Robbie the Rabbit is flying. Oh mein Gott, es ist hier so still auf dieser Ebene. Merkt ihr das? Okay. Bye, Robbie. Come back anytime. Gut. Was war das? Was war das? Irgendein Geräusch nördlich von hier. Oh mein Gott. Norden. Is the stranger? Ja. Zeki, du hast es erfasst. Komische Radiospektrum. Holy moly. Holy moly! Von wem habe ich das wohl hier? Oh Gott. Hinter den Gittern befindet sich etwas. Und wenn wir... Ja, krass. Schaut mal, wenn die Taschenlampe hinleuchtet, sieht es auch wieder so wie gammliges, braunes Fleisch aus. Und wenn wir die Taschenlampe wegschwenken, sieht es rötlich aus, als ob er rot leuchten würde. Voll ekelhaft. Aber er tut uns anscheinend erstmal noch nichts. Wir können hier auch nichts machen. Okay. Naja, wir wollten ja eh zum Uhrenrätsel. Also tun wir dies auch. Oh, the last airbender is suggested. Will ich jetzt nicht wissen. So, weggedrückt. Die Musik hat sich hier in diesem Raum auch geändert. Das ist verändert, auch mit dieser Trompete. Und... Scheiße. Oh Gott, zu viel Fernsehen hat ihn umgebracht, wie ich das auch damals schon gesagt habe. Oh shit. Oh my God. Scheiße, meine Fresse. Krissel-TV, statisches TV, er ist tot. Wer könnte das getan haben? I don't know. Scheiße. Einfach so vom Logischen her, was ich auch so recherchiert und nachgelesen habe. Und Zeki hat es auch schon auf den Punkt gebracht. Von allem ist das Modell von James vorm Fernseher. So sieht's aus. Zeki hat es schon gesagt. Es ist tatsächlich das 1:1 Modell von James. Hier könnte man vielleicht jetzt auch wieder Anstellungen machen, ob das eine Interpretationshypothese sein sollte, dass etwas mit Fernsehen ihn auf metaphorischer Art und Weise um den Verstand gebracht hat. Oder ob es einfach aus Faulheit der Entwickler war, dass sie keine Zeit mehr hatten. Oder wie gesagt, aus Faulheit einfach dasselbe Modell genommen haben. Zeki schreibt, hat bestimmt Bachelorette geschaut. Ey. Oh Gott, ey, ich hasse solche Serien. Ich hasse generell Fernseher heutzutage. Sorry, Free TV oder wie man das auch immer nennt. Das Witzige ist auch, ich habe noch nicht mal mehr Free TV. Ich habe hier keinen Receiver zu stehen, der das empfängt. Aber trotzdem muss ich GEZ zahlen. Und Radio hören tue ich auch nicht, weil ich Spotify habe. Also, scheiß Deutschland, sage ich echt nur dazu. Aber, tja. Gut, da ist eine Zeitung. Sie sieht sehr alt aus. Und wenn sie alt aussieht, heißt das, sie hat nichts Interessantes in sich. Ich habe den Schlüssel zum Zimmer. Ich hatte den Schlüssel zum... Dann schauen wir mal einmal, was das für ein... was das für ein Schlüssel ist. So, Schlüssel zu Zimmer 202. 202 steht oben auf dem Schlüssel. Hab ich in Zimmer 208 gefunden. 202. So. 202. Wir können jetzt erstmal auf die Karte schauen, was 202 ist. Mhm. Der Fall ist klar. 202 ist auf dieser Etage und das werden wir jetzt als nächstes machen.
Ihr schreibt aber auch noch so schön. So, typisch TV hat geschrieben, der hat wohl die Öffentlich-Rechtlichen geguckt. Ja, so sieht's aus, typisch TV, hast du vollkommen recht. Chuzeki hat noch geschrieben, ich denke letzteres, dass es nur aus Faulheit war und die dachten, den Leuten fällt es nicht auf. Ja, das könnte auch wohl eher sein, das stimmt. Zeki hat auch noch geschrieben, ich habe auch schon seit circa 10 Jahren kein Free-TV geschaut. Ja, GEZ-Argumentation ist einfach, ja, man könnte es ja nutzen. Man könnte es nutzen. Ja, und so ist Deutschland ja wirklich leider drauf. Also ich habe zwar zu Hause einen Fernseher, aber ich habe nur Netflix, Disney, TV, YouTube und das war's. Mehr gucke ich nicht. Also, ach so, und Twitch. Ja, und das war's, ne? Es ist Deutschland und ich merke, dass meine Nase juckt und ich bestimmt gleich wieder Verzeihung, wieder niesen muss. Keine Sorge, Leute, ich niese nicht in die Kamera. Der C-Virus wird sich hier schon nicht verbreiten. Das ist das Gute daran. So, dann werden wir, bevor wir das Uhrenrätsel machen, werden wir jetzt erstmal zu Zimmer 202 gehen. So, Galaktischer Keks hat ja noch ein Smiley dazu gemacht. Und Under the Box has written Love Your T-Shirt. Thank you so much. Yes, it's a T-Shirt from the Lakeside Amusement Park. The Lakeside Amusement Park is a place in Silent Hill 3. So I thought it would be nice if I wore this today. So, thank you for the compliment. Thank you. Vaffanculo. Oh ja, Gesundheit. Dankeschön. Wie heißt Gesundheit auf Italienisch? Ich bin gerade am Überlegen. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es leider nicht. Auf Englisch ist es ja bless you. Ich weiß es. Wenn ich es höre, ohne Scheiß, ich habe auch die Feiertage zu Ostern zum Beispiel auch Videokonferenz mit meiner italienischen Verwandtschaft gehabt. Und wenn ich die Reden höre, verstehe ich zu 90%, passiv ist es in meinem Gehirn, aber aktiv, wenn ich jetzt Italienisch sprechen müsste, sieht es nicht so gut aus. Genau. Dankeschön für das Gesundheit und ja, Vaffanculo, das musste einfach mal raus. Mangiare heißt Essen. Ja, genau. Zeki, du hast noch richtig gute Verben drauf, wenn es um Italienisch geht. Ich bin sehr stolz auf dich. Richtig gut. So, da haben wir jetzt das Monster und Zimmer 202 Schlüssel. So, let's go inside. Typisch TV hat auch noch geschrieben, Silent Hill 3 Herz. Ja, Typisch TV. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Iss ein Snickers. Mitsamt Tüte. Ja. Ah, Silent Hill 3. Das habe ich mir überlegt. Möchte ich wahrscheinlich auch, wenn wir Silent Hill 2 erstmal durch haben. Also erstmal immer hier ruhig mit den jungen Pferden. Also, ne? So, wir haben hier Käfige. In den Käfigen. Der Käfig ist leer. Wir haben nichts drin. Dann laufen wir mal weiter. Und hier ist auch alles eingezäunt. Es ist hier mit vergittert. Das Schloss ist wohl kaputt. Hier fliegen... Schaut mal, hier fliegen so eigenartige Motten rum. Oh, ein Gesundheitsdrink. Ein Actimel-Drink. Und hier leuchtet es rot. Als ob hier ein bisschen was Blutiges gewesen wäre. So, Käfige. Und hier haben wir auch wieder einen ganz anderen Sound. Auf dem Bett. Hier haben wir jetzt wieder so ein Glas, Kommode, Schreibtisch. Aha, sowas wie so ein Insektensammler. Wir haben hier einmal ein Buch über Insekten, aber auf dem Boden liegt ein toter Schmetterling. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Uiuiui. Nase läuft. Ja. So,
So, und erstmal hier schön Hände desinfizieren. Aber ich merke, dass mein Sakrotan-Desinfektionsscheiß hier nicht rumliegt. Aber egal, es sind meine eigenen Bakterien. Mein eigenes Taschentuch liegt jetzt hier einfach rum. Und wir tun einfach so, als ob es nichts passiert wäre. Gibt sonst nichts Interessantes. So, typisch TV schreibt, Antwort auf eine Niese auf Englisch. How dare you? Ja! Okay. Der ist gut. Musste ich an Arthur Spoon aus King of Queens sehen. Oh, King of Queens. Das ist auch so eine coole Serie. Das ist auch witzig. Irgendwie ist die... Die ist so ein bisschen Kult. Also die ist schon ganz cool. Google sagt, Salute heißt gesund. Salute? Doch, Salute. Salute. Also Salute sagt man ja eigentlich auch, wenn man ein Toast aussprechen möchte. Also wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwie auf etwas stoßen möchte. Salute. Ich glaube, es kann es sein. Und krass, Zeki, dass du extra das gegoogelt hast. Voll fleißig von dir. Dankeschön. Ja. So, und dann schauen wir mal weiter. Grüner Schleim überzogen. Also total der Insektenliebhaber hier. Und das hört sich sehr maschinell an. Als ob hier etwas abgearbeitet wird. Oder abgeschnitten wird als eine Maschine. So, hier sehen wir was Eigenartiges. Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können. Aber ich glaube, da ist was auf der anderen Seite des Lochs. Willst du es untersuchen? Willst du es untersuchen? Ja, nein, vielleicht. Ja, ich meine, ich persönlich finde das sehr gruselig, wenn du durch etwas hindurchgreifen musst, aber du weißt nicht, was auf der anderen Seite ist. Aber was bleibt uns denn schon anderes übrig? So, dann greifen wir da mal rein. Disgusting. Der Controller vibriert sogar auch etwas dabei. Oh. Ich habe den Schlüssel mit der Uhr. Sehr gut. We got the key to the clockwork. So now we will use the key on the clockwork. Riddle. Nice, da ist es nämlich. Schlüssel mit Uhr. Am Bande des Schlüssels befindet sich eine kleine Uhr. Er war in einem Loch in der Wand. Von Zimmer 202. Ganz eigenartig prüfen. Und es ist tatsächlich eine Uhr abgebildet. Gut, dann werden wir das R besonders schön rollen, währenddessen wir vor dem Monster abhauen. Und die Uhr werden wir jetzt auch verwenden. Die Uhr verwenden? Wir hoffen, dass wir die Uhr verwenden können. Genau, der Fernseher. So. Schaut mal, und da wir nun die Taschenlampe dabei bzw. anhaben, was ist das? What is that? Wir sehen einmal etwas eingekritzeltes, eingeritzte Linien mit Namen. Und zwar einmal Henry Mildred Scott. Genau. Das ist zum Glück eines der einfachen Rätsel. Verzeihung, meine Nase. Ja. Die Linien sollten die Zeiger markieren. Und das wissen wir, weil mit der Taschenlampe können wir lesen, da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Wirst du die Uhr verschieben? Yo! Let's try it. Aber es funktioniert nicht. Egal, wie sehr ich schiebe, sie bewegt sich nicht. Oh, Alter, diese Kamera, diese Webcam. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. So, das heißt, diese Aufschrift ist der Hinweis zu diesem Rätsel.
Und wir haben den Uhrenschlüssel. Die Uhr ist um 9.56 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Das Zifferblatt ist geschlossen. Es ist verriegelt. So kann ich die Zeiger der Uhr nicht berühren. Dafür brauchen wir jetzt unseren Schlüssel und ich verstehe nicht, warum er den Schlüssel nicht selbst verwendet. Aber gut, bei manchen Rätseln musst du ja. So, wir haben den Schlüssel mit der Uhr benutzt. Verwendet. Jetzt können wir öffnen und einmal den Zeiger umstellen. So. Wie sah das nochmal aus? 10 Minuten. So, schauen wir mal. Wenn nicht, muss ich mir das gleich nochmal angucken. Aber ich glaube, weil den Sekundenzeiger können wir nicht ändern. Wir können jetzt wirklich nur das ändern. Ich glaube, so langsam. Ja. Das war unser Stichwort. Jetzt haben wir also die Uhr auf 21.11 Uhr gestellt. Und mal schauen, ob wir mit der Uhr jetzt wieder interagieren können. Ob wir sie jetzt verschieben können. Yay! We made it! Oh, wir können da so schön rein! Und ich hoffe, ihr kriegt einfach keinen Ohrenkrebs. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, es war echt nicht zu hoch. So, hinter der Uhr, wer hätte es gedacht, befindet sich ein weiterer Raum. Ganz sneak peek, sneaky. Auch wieder kaputt, sonst ein komplett leerer Raum. Und es ist hier immer noch still. Dann haben wir hier auch eine Tür, die führt nirgendwo hin. Auch eine Tür, Schloss ist kaputt. Und unseren weiteren Speicherpunkt. Einen weiteren Gesundheitsdrink. Ich muss mir mal unseren Status anschauen. Ja, der ist noch gut. Boah. 7 Gesundheitsdrinks und 4 Erste-Hilfe-Kästen. Das ist mega gut. That's super duper. Und speichern wir hier einmal ab. So, und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir jetzt an dieser Stelle einmal das Spiel beenden sollten, wegen Essen kochen. Wir spielen ruhig weiter. Ja, du hast mir zugehört? Ja, ja. Mach mal noch weiter. Okay. Gut, dann spielen wir noch weiter. Und ich muss mich jetzt erstmal nicht ums Essen kochen kümmern. Der Synod, ja, deswegen, wie gesagt, schaue ich ein bisschen rüber zu Synod und ja. Hab mich nur gewundert, dass er in einer Story-Cuts-Zwischensequenz bei The Witcher 3 ist und ja, es ist nichts von Bedeutung. So Leute, aber ich würde glaube ich sagen, dass ich jetzt mal ganz kurz hier eine Trinkpause machen möchte. Eine Getränkpause, wenn ihr wollt. Ich würde auch sagen, wir machen kurz eine Pipi-Pause. Wir machen einmal kurz eine Pipi-Pause von 5 Minuten. Oder 10, braucht ihr 5, 10, 10? 5 Minuten. Weil ich würde was trinken und ich würde einmal ins Badezimmer huschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Don't forget. Der Synod weist mich schon sehr nett drauf hin. Don't forget to mute the mic. The mic. So, und das mache ich jetzt auch sowieso, weil ich drücke jetzt auch auf Aufnahmestopp, aber der Stream wird weiterlaufen. Nein, Aufnahme stoppt zum Hochladen und du verstehst, ihr werdet das schon sehen. Ich bin trotzdem noch live, werde jetzt aber für die nächsten 5 Minuten, das heißt, jetzt haben wir es 20.46 Uhr plus 5 ist 20.51 Uhr, werden wir uns direkt hier, wenn ihr mögt und Lust und Interesse habt, werden wir uns zum weiteren Part von Silent Hill 2 widmen. Also dann, bis gleich.